Wir reden halt nicht über das Thema Tod. Es wäre halt alles viel einfacher, wenn das genauso ein Thema wie Frühstück, Mittagessen, Urlaub oder Rentenplanung wäre. Rentenplanung? Ja, bisschen weiter. Ja, was weiß ich, worüber Menschen... Ach, die was kaufst du am Frühstückstisch besprechen halt. Ich hab noch nie... Ist auch egal. Entschuldige. Ja, du jetzt nicht, Tommy. Es gibt aber auch andere... Plan nicht mal bis nächsten Sonntag. Du bist doch selbstständig. Du musst doch über deine Rentenplanung... Genau eben nicht. Das tut mir sehr leid für dich. Also bin ich ja da. Wenn man angestellt ist, stellt sich die Frage ja nicht. Können wir bitte beim Thema bleiben? Rente und Tod liegt vielleicht nah zusammen, aber ich möchte das jetzt nicht. Worauf ich hinaus will. Einen wunderschönen guten Abend. Heute sprechen wir über den Tod. Und wir werden anlässlich dieses Themas und weil wir eine neue Gästin haben, heute tatsächlich wieder mal eine Vorstellungsrunde machen. Ist unfassbar, ist das die richtige Hand? Das ist unfassbar. Dort drüben sitzt Alexa Waschkau, ihres Zeichens, Doppelpunkt. Europäische Ethnologin, also Kulturwissenschaftlerin mit einem Faible für Erzählforschung, also Sagen, Legenden und Märchen. Also so toter Scheiß eigentlich. Das ist geil. Richtig. Ja, wunderbar. Alexander, ich habe lange überlegt, was für einen schlechten Todwortwitz ich bei dir machen kann, aber es ist mir keiner eingefallen. Ich bin es selber personifiziert. todmüde bin ich heute, deswegen bin ich auch gar nicht witzig. Psychologe von Haus aus, bin in der Forschung tätig, habe 12 Jahre Erwachsenenfortbildung gemacht und eigentlich mache ich mit meiner reizenden Gattin zusammen seit 11,5 Jahren den Huxilla-Podcast, mit dem wir uns mit modernen Sagen, Mythen, Legenden, neuerdings halt auch vermehrt mit Verschwörungsmythen beschäftigen, Antisemitismus, also fröhliche Themen und da ist der Tod eigentlich nur zu Pass. Das stimmt und es gibt einfach Dinge, wo man sich wünschte, wie zum Beispiel Antisemitismus, dass es denn endlich tot wäre. Das wäre gut. Aber wenn der feiert, Tod über den Zaun hängt, das wäre hilfreich. Aber es feiert fröhlich in Anführungsstrichen Urständ und das ist ganz grausig. Gar nicht grausig ist, puh, das war knapp. Lydia Benecke. Hallo Lydia, du hast dich wieder eingebaut in einer Burg aus Requisiten, die wir heute hoffentlich alle sehen werden nacheinander. So ist es. Also ich habe mal wieder den Westflügel besucht und diverse Dinge aus dem Privatmuseum um mich versammelt und darüber werden wir heute sprechen. Wie schön. Und ansonsten bin ich hier auch als Psychologin und als interkulturelle Person, die ein bisschen was über die Unterschiede in den kulturellen Umgangsformen zwischen Polen und Deutschland, was auch den Tod angeht, hoffentlich ein bisschen vermitteln wird. Und du hast vorhin gesagt, ich bin die, ich bin die, die düstere Polin? Nein, was hast du gesagt? Achso, ich bin die, eine Grufti-Polin. Ich bin die Grufti-Polin. Ja, ich bin ja immer beides. Es ist so interessant, immer die Kulturen zu vergleichen. Und mit meinem, Grufti, was ist das? Und Gothic und was hat das mit dem Umgang mit Tod zu tun, würde ich auch gerne noch einbringen. Also, ja. Nichts anderes habe ich erwartet. Als nächstes in der Reihe ist Holm Gero Hümmler, der heute einen Kranich trägt. Ja. Warum? Also, Eigentlich habe ich mir das Ding gekauft, weil als Kampfkünstler der Kranich zu einer, zumindest mal so von der Überlieferung her, in einen besonderen Zusammenhang mit meinem Kampfkunstziel gebracht wird. Aber Kraniche gelten in irgendwelchen chinesischen Überlieferungen auch als die Vögel, die die Seelen nach dem Tod ins Jenseits tragen. Insofern dachte ich mir, das passt irgendwie. Das ganz passt. Schön, ein schwarzes Kranich-T-Shirt heute anzuziehen. Und Kaspar David Dietlich, schön, dass du wieder da bist, schrieb auch sofort, Kranich war. Habt das Wortspiel verstanden? Gar nicht mal so schlecht, ja. Ja, gar nicht mal so schlecht. Wie schön, dass du wieder da bist. Jo, wirklich. Und Holm ist Physiker, das sollten wir vielleicht mal erinnern. Holm ist Physiker, genau. Ja, genau, das ist die Entschuldigung. Ja. Für alles. Auf dieser Seite, im selben Gebäude, aber auf ihrer Lieblingscouch, sitzt meine Gattin Sophia Krappweiß. Guten Abend, Sophia. Schön, dass du dabei bist. Guten Abend. Ja, ich freue mich. Und ich freue mich, dass es endlich ein Ferngespräch zum Thema Tod gibt. Genau. Das ist wunderbar. Genau. Achso, ich sollte mich hier noch vorstellen. Ich bin auch Diplompsychologin, wie Alexander und Lydia, und habe viele, viele Jahre als Sachverständige für Familiengerichte gearbeitet und seit ein paar Monaten darf ich regelmäßig auf dem Wald-Mikes-Kanal über den Tod reden, bei Tod gequatscht, und freue mich.
Ich mache das gerne. Ich rede sehr gerne über den Tod. Ich finde das eine den ganzen gute Tag, und wichtige Leute, Sache. Ich muss euch sagen, manchmal nervt es auch. Anstrengend. Genau. Und dann haben, dann haben wir die Sarah Benz heute bei uns, die einige Leute tatsächlich kennen und gar nicht so wenige, als die Sarah von den Sarggeschichten, was Social Media technisch ein sehr umständlicher Name ist, wie ich finde. Und ich konnte dich bei Twitter nicht markieren, übrigens. Deswegen habe ich dich nicht markiert, weil ich nicht konnte, nicht weil ich nicht wollte. Weil es angezeigt hat, es geht nicht. Nur weil zu meiner Verteidigung, ja. Warum macht es sowas? Warum es sowas macht? Ja, warum macht es das? Das ist unglaublich. Warum macht denn das? Warum macht denn Sarah was mit dem roten Sarg? Sag mal, was ist denn los? ich komme mir jetzt ein bisschen komisch vor, dass ich keine Psychologin bin, weil irgendwie glaube ich alle irgendwas. Ja, finde ich zu Recht. Ja. Schon ein bisschen seltsam. Wobei ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass in der Psychologie das Trauern nicht so eine große Rolle spielt, wie ich mir das manchmal wünsche. Ich bin Trauerbegleiterin, Notfallseelsorgerin, Dozentin für nonverbale Kommunikation bei Sterbenden und Demenzkranken und Bestatterin in Berlin. Und ich mache die Sarggeschichten. Das sind die Geschichten mit dem roten Sarg. Ich habe hier, zwei mitgebracht, ja, damit ich mal vor Lydia mit dem Zeug hier ankommen kann. Dann war es das auch, dann habe ich auch nichts mehr. Das sind Kurzfilme über Sterben, Tod und Trauer. Die findet ihr auf YouTube. Wir haben bis jetzt 13 Filme gedreht. 5 bis 8 Minuten lang ungefähr zu Themen wie, was sage ich, wenn jemand gestorben ist, wie versorgt man den Verstorbenen, was ist eine Hausaufbahrung, wie kann ich jemanden bei einer Feuerbestattung begleiten, also alles Themen rund um Bestattung, Abschied, Sterben, Tod und Trauer, weil wir wollen Menschen Mut machen, ihre Prozesse selber zu gestalten. Also Mutmachfilme für selbstbestimmtes Abschiednehmen sind diese Geschichten, genau. Und weil ich nicht immer mit dem roten großen Sarg, auf dem ich da sitze und das moderiere, rumlaufen kann, weil der ja so groß ist, haben wir hier Louis gebaut. Das ist der Kleine. Und dann gibt es noch die Luischen. Das sind die noch kleineren. Louis, der kleine Sarg. Ist ein wunderschönes Kinderbuch. Ich sehe es direkt vor mir. Louis, der kleine Sarg, läuft von zu Hause weg, erkennt aber dann, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Ja, wo fangen wir denn da jetzt an? Ich meine, wir sind es ja ein bisschen gewöhnt, in Anführungsstrichen, dass wir immer so wahnsinnig wichtig in der Metaebene rumreden. Das fällt natürlich gerade bei so einem Thema wie Tod erstmal, nehme ich jetzt mal an, ein bisschen leichter. Zugleich habe ich aber festgestellt, dass das heute vielleicht auch etwas anekdotischer werden könnte, als es vielleicht sonst der Fall ist. Also ich weiß gar nicht genau, wo in diesem riesigen Thema wir denn beginnen können. Ich meine, Alexa könnte den Tod definieren. Nee, ich glaube, das können Mediziner besser. Aber ich kann, sagen, dass genau dieser Übergang etwas ist und die Vorstellung eben, wenn man ins Grab gelegt wird, nicht tot zu sein, etwas ist, was die Menschen schon immer bewegt hat und schon immer Angst verursacht hat. Und es gibt wahnsinnig viele sagenhafte Geschichten oder Anekdoten oder Begebenheiten, die man dazu erzählen kann, was Menschen sich ausdenken, damit sie eben wirklich sicher gehen, dass sie, wenn sie wirklich gestorben sind, ins Grab gelegt werden. Und der Scheintod und dieses im Grab aufwachen, das ist in der Literatur als Motiv, natürlich in Filmen und so weiter, wirklich abgehandelt noch und nöcher. Und alleine, wenn man an so Kinderlieder denkt, ach du lieber Augustin, handelt von dem Augustin in Wien, der betrunken durch die Straßen zieht, irgendwie auch zu Zeiten der Pest, umkippt und dann fälschlicherweise im Grab landet. Und dann ach du lieber Augustin, genau. Es handelt eigentlich von einem Scheintod. Und das sind alles so Dinge, also das ist so ein Thema, was unsere Kulturgeschichte so durchdringt in allen möglichen Formen. Und ich habe auch im Vorfeld wahnsinnig viel überlegt, wo ist denn da ein Ansatzpunkt, wo siehst du dich? Also wie bei Huxilla zum Beispiel haben wir ganz viel gemacht zu Totensagen, zu Wiedergängern. Was macht man, um sich davor zu schützen, dass die Toten im Grab die Lebenden nach sich ziehen, also die sogenannten Nachzehrer? Und das ist so ein weites Feld, also könnte man irgendwie stundenlang alleine über solche Sachen reden. Aber ihr habt sicherlich... Wir haben ein ganzes Buch drüber geschrieben, das Gefährliche Tote heißt, aber das nur am Rande. Genau. Ja. Was? Ihr habt wir machen einfach eine Serie über den Tod beim Fernsehen. Ich bin sehr dafür. Wir nennen es Totgequatscht. ihr habt ein Buch geschrieben über
Über was die Hochsfalz genau? Band 2 trägt den Titel Gefährliche Tote. Mhm. Und da haben wir im Grunde genommen all das aufgegriffen, was Alexa erzählt, bis hin zu diesem, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, Herzstich, den man in Österreich ja immer noch veranlassen darf. Das ist eine, es gibt spezielle kleine Dolche, insbesondere in Österreich waren und ob die immer noch sind, weiß nicht, aber sehr beliebt, mit denen man, wenn dann der Arzt den Tod festgestellt hat, man konnte das testamentarisch verfügen, dass dann mit so einem Herzstichdolch nochmal ins Herz hineingestochen wird, um genau das zu vermeiden, dass man lebendig begraben wird. Dass man sicher tot ist, also man wird nochmal doppelt getötet. Ja, lieber doppelt getötet, als hinterher gut aufzuwachen, in Anführungsstrichen. Sarah, habt ihr manchmal noch diesen, gibt es bei euch manchmal den Wunsch mit Glöckchen und elektronischen Quirlefanz und Bluetooth und keine Ahnung was? Also das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Also es gibt Menschen, die wollen ihr Handy mitnehmen, aber einfach als wichtiges Utensil, ja, das haben wir schon erlebt. Und tatsächlich gibt es aber auch Leute, die Angst davor haben, lebendig begraben zu sein und die dann sagen, stellen Sie sicher, dass ich wirklich tot bin. Und es gibt auch die Angst davor, dass jemand eines unnatürlichen Todes stirbt und es nicht rausgefunden wird. Also das haben wir auch schon erlebt, dass sich jemand, dass jemand den Auftrag gegeben hat, nach seinem Tode obduziert zu werden, um festzustellen, ob es im Mord war oder nicht. Das ist dann auch passiert. Das kann man tatsächlich auch, also normalerweise veranlasst das ja die Staatsanwaltschaft bei einem nicht natürlichen Verdacht auf nicht natürlichen Tod. Aber man kann das auch selber bezahlen. Und kann sich das wünschen, dass das passiert. Ich stelle mir gerade vor, was das für ein, also was dahinter steckt, also was das für ein Leben war, wenn ich das verfüge. Naja, ich sag mal so, wenn meine möglichen potenziellen Mörder das wissen, dann wissen sie zumindest, dass es nicht so einfach ist, mich um die Ecke zu bringen und einigermaßen riskant ist. Also. Was hast du für Gedanken, Holm? Und was ist eigentlich mit deiner Familie los? Na, okay, so ist das. Es war nur rein rational gedacht. Natürlich, also. Ja, was hätte ich auch anderes erwartet. Genau. Lydia, gibt es das bei euch in Polen? Entschuldige, das klingt jetzt irgendwie so, aber bei euch da in Polen, nein, aber dieser Herzstich. Ist doch nur Rheinland. Eben, das klingt so abergläubisch, dass ich natürlich automatisch dann schon wieder, dass mein Klischeeglöckchen losgeht. Hast du davon auch schon mal was gehört? Also genau, diese Methode nicht, aber das mag damit zusammenhängen, dass es in Polen sehr verbreitet, auch ein bisschen jüngere Vergangenheit war, dass Menschen aufgebahrt wurden. Also nicht nur bei der Urgroßelterngeneration, sondern zum Beispiel mein Großvater, der in Deutschland gestorben ist in den 2000ern, der wurde auch aufgebahrt, weil das in Polen recht normal ist. Das heißt, wenn man weiß, wie Tote aussehen, dann sieht man schon, ob die Person tot ist, weil die Gesichtszüge von Toten sind nicht wie in einem Spielfilm, wo jemand tot spielt. Dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich, dass das vielleicht in Polen auch so ein bisschen damit gelöst wurde, aber das ist jetzt auch nur subjektive Vermutung, weil Aufbahrung recht normal war, was auch wiederum wichtig ist, weil der Anblick einer toten Person war nichts Ungewöhnliches. Mhm. Also auch als meine Oma gestorben ist, sind wir ins Krankenhaus und haben uns von ihr verabschiedet. Also in Polen ist es recht normal, die Person nochmal tot zu sehen. Und dann ist auch recht klar für alle, diese Person ist verstorben und das gehört zu der Verabschiedung recht normal dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen so ist, aber es ist definitiv dort viel normaler, als jetzt ich es von hier kenne. Mhm. Ja. Sarah? Ich überlege gerade, ob das für diese Person dann sozusagen eine Beruhigung ist, weil alle anderen wissen dann, dass sie tot ist, aber die Person selber hat ja trotzdem Angst davor. Das mag sein, aber ich glaube, der Punkt ist, wenn du halt dann weißt, wie Tote aussehen und damit gewohnt bist, sagen wir mal, familiär umzugehen, dann weißt du auch, dass die anderen wissen, dass du tot sein wirst. Ja, du siehst dann nicht aus, als würdest du schlafen. Genau, du kannst dann mehr vertrauen, dass die Leute das richtig entscheiden können, wenn sie den Unterschied kennen. Das glaube ich schon, ja. Gibt es denn überhaupt nennenswerte Fälle, wo das passiert heutzutage noch? Das kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Es ist in Amerika gerade passiert. Da gibt es eine Folge von der Caitlin Doughty. Die hat einen super tollen Vlog, der heißt Ask a Mortician. Und das ist, glaube ich, letztes Jahr passiert oder letztes Jahr im April, glaube ich. Da ist eine junge Frau, die hatte kaum noch Herzschlag und die wurde abgeholt vom Bestatter. Und als der Bestatter die aus der Plane rausgeholt hat, hat er festgestellt, die atmet noch. Aber das ist jetzt so ein Beispiel. Eben, ne? Und Amerika ist wirklich groß. Und wenn das das Einzige ist, was in den letzten Jahren passiert ist, dann ist es wohl sehr selten.
Also es gibt es sehr selten auch in Deutschland. Ich habe ja vor kurzem mit einem Arzt gesprochen, der demnächst auch bei Totgequatscht sein wird. Und der sagt, es gibt es ganz, ganz selten. Aber das gibt es, wenn der Arzt, also wirklich sehr, sehr, sehr selten, aber es ist nicht so, dass es gar nicht passiert, wenn der Arzt eben keine Möglichkeit sieht, das richtig zu überprüfen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Verstorbener sehr viel anhat und es ist irgendwie hektisch oder was weiß ich was und der zieht den nicht aus und überprüft nicht alles ganz genau, sondern sagt, ja, der ist tot. Also er sagt, das kommt selten vor, aber es ist nicht so, dass es gar nie vorkommt. Was ich auf die Schnelle finde, ist 2020 ist eine Frau in Russland, eine 81-jährige Frau in Russland in der Leichenhalle wieder aufgewacht. 2016 ein 25-jähriger Mann in Polen. Also es kommt vor. Ich wollte ganz kurz aber da einmal reingrätschen, weil ich ja viele Jahre bei einer gewissen Körperschaft gearbeitet 2015 habe. 2015 in Gelsenkirchen, Entschuldigung. Richtig. Ja, da kannst du mal sehen. Wenn ein Arzt einen Verstorbenen bei der Leichenschau nicht entkleidet, verstößt er eigentlich gegen die Vorgaben, die er zu erfüllen hat, die gesetzlich vorgegeben sind. Ganz wichtig zu sagen. Ja, das ist wichtig zu sagen, aber das passiert. Ja, es passiert, darf aber eigentlich nicht passieren. Und deswegen gibt es inzwischen weitreichende Überlegungen, nochmal auch diese Leichenschau besser zu schulen, verpflichtend zu schulen, weil das natürlich ein extrem unangenehmer Job ist. Jeder Arzt ist verpflichtet, eine Leichenschau durchzuführen. Das ist nicht der schönste Teil des Berufes. Und deswegen will man das auch schnell hinter sich haben. Aber genau vor dem Fall zum einen der sehr seltenen, aber dann doch vorkommenden Fehldiagnose, dass also jemand noch gar nicht tot ist. Und das zweite ist tatsächlich auch, und dann braucht man gar keine Obduktion, wenn man jemanden entkleidet, sieht man, ob der Wunden hat. Mhm. Auch das kann man natürlich erkennen, wenn man wenn die Kleidung an ist, sieht man nicht, ob es da vielleicht doch eine Wunde gibt, ob es vielleicht Misshandlungen gegeben hat. Das sind ja alles wichtige Dinge. Und in dem Fall, wenn man sowas sieht, als Arzt, der eine Leichenschau durchführt, würde man auch zum Beispiel mal ankreuzen, unklare Todesursache. Und dann wäre sowieso erstmal die Ermittlungsbehörden dran zu entscheiden, ob man vielleicht sowieso eine Obduktion macht oder eine zweite Leichenschau. Also so sollte es eigentlich gemacht werden. Natürlich. Ich will es nur einmal sagen, aber es passiert natürlich nicht immer. Und ein letzter Satz, wenn jemand schwer krank ist und palliativ behandelt wird und zu Hause dann auch verstirbt im Kreise der Familie, kann man auch sagen, gut, wir haben da jeden Tag mit gerechnet. Das sind auch so Fälle, wo man es vielleicht dann nicht so streng macht. Ich finde ja hier wurde es auch schon geschrieben von Krümel Candice, dass wir beim gemeinsamen Fußballschauen den Begriff Public Viewing etabliert haben, was nun mal Leichenschau heißt. Ja. Das ist es lustig. Es ist wirklich lustig. Ja, und da waren wir beim Public Viewing. You did like what? Ja, das sind diese False Friends, das ist wie Talkmaster, das heißt, er ist ja auch Host. Ja, Talkmaster hat, glaube ich, hat das Kuhlenkampf oder Rudi Carrell, einer von den alten Granden, hat das erfunden, diesen Begriff, tatsächlich. Und Smoking, glaube ich, gibt es auch nicht im Englischen, oder? Also ich meine, das ist Smoking Jacket. Als Klamotten. Ja, gibt es das? Das war die Jacke, die man angezogen hat, wenn man ins Raucherzimmer gegangen ist. Also doch, das gibt es tatsächlich. Nicht seinen Anzug versaut, also seinen Frack versaut, hat man dann die Smoking-Jacke angezogen, ist ins Raucherzimmer gegangen, ist dann wiedergekommen. Der englische König hat es dann also irgendwann etabliert, dass er einfach seine Raucherjacke nicht mehr ausgezogen hat und danach war es schick, zu einer Veranstaltung ein Smoking zu tragen, weil der König machte es ja auch. Aber das Smoking, so wie wir ihn kennen. Tux, oder? Tuxedo? Ja. So, entschuldigt, das war ein Fehler, damit anzufangen. Mach das nicht. Das war ein ganz... Nein, ich bin total froh, dass ich jetzt die Geschichte des Smokings kenne. Ich wusste das nicht und Dankeschön. Sehr gern. Es ist ja tatsächlich, weil du das eben gesagt hast mit den Leichenschauen, wenn in Berlin zum Beispiel ist es, wenn da jemand stirbt und dann muss der Bereitschaftsarzt kommen vom kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und das kann wirklich sehr, sehr lange dauern, dass man dann dort sitzt mit den Leuten und wartet. Und man darf in dieser Zeit den Toten nicht bewegen, eigentlich nichts machen. Was wirklich auch schwierig ist, je nachdem, in welchen Positionen jemand verstirbt. Und dann würde ich mir da tatsächlich manchmal auch mehr, wie soll ich das sagen, eine liebevollere Behandlung wünschen. Also es gibt welche, die das wirklich auch schön machen, aber ich weiß, das ist, ne, die fahren die ganze Nacht, in die ganze Schicht durch die Stadt und stellen Tode fest. Aber wenn da die Familie daneben sitzt und jemand sagt, gehen Sie mal raus, weil ich das machen will, dann muss man sich schon fragen, warum sollen die jetzt halt rausgehen, ne?
Ich kann das ja vielleicht erzählen. Alexas Vater ist ja im Ruhestand, war in einem kleinen Ort mit 3 Hausärzten damals tätig. Und wenn da sonntags oder um 10 Uhr so auch mal das Telefon klingelt, war eigentlich mal klar, dass dann jetzt eine Leichenschau ansteht. Also in so einem kleinen Ort sind es dann 3 Ärzte, die sich das untereinander aufgeteilt haben. Und da ist es dann natürlich auch alles ein bisschen familiärer an so kleinen Orten. Aber klar, Großstädte, Hamburg wohnen wir ja, oder Berlin, wo das alles so behördlich inzwischen geregelt ist. Da hast du nicht mehr diese Arzt-Patienten-Bindung. Genau, das sind dann fremde Leute. Und der Notarzt darf nur den vorläufigen Tod feststellen, was ich auch cool finde, weil was soll das? Ich war geil. Er ist vorläufig tot, wir warten jetzt mal. Bis er ganz tot ist. Bis er so, genau. Sophia, du hattest ja den Dan von Wild Mikes in Tod gequatscht. Mhm. Der hat da, finde ich, auch ziemlich beeindruckende Geschichten erzählt, denn wie es denn so ist, wenn man so als, was war er nochmal, Notarzt? Ich sage das immer falsch. Ich merke mir immer Paramedic. Er war Paramedic. Rettungssanitäter, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich fand das auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie er eben sehr lebendig geschildert hat, dass auch diese Menschen halt eigentlich dringend mal Hilfe bräuchten, wo sie das alles abladen können, was sie da erleben. Also du meinst jetzt die Menschen, die, ja, also die Notärzte zum Beispiel auch, natürlich, klar, keine Frage. Aber ehrlich gesagt bin ich da schon auch bei Sarah und bei der Familie, dass ich denke, ja, das ist ein schwieriger Job, aber da ist jetzt eine Familie, die gerade jemanden verloren hat. Und dann ist der Job vielleicht gar nicht schwieriger, wenn ich da ein bisschen empathisch mit umgehe, sondern vielleicht wird er ja dadurch leichter. Oder also Also wenn du vorher quasi eine Hilfe bekommst, wie du denn damit umgehst, wenn es dir passieren wird. Das wäre ja vielleicht auch ganz nett. Entschuldige, Sarah. Nee. Ja, das ist mit diesen Schulungen. Ich habe mich da mehrfach schon für angeboten. Es ist tatsächlich bei Medizinstudierenden nicht immer so, dass da geschult wird. Es gibt verschiedene Studiengänge, da wird es gemacht, aber nicht bei allen. Ich habe das öfter bei Twitter gesagt und da kommen immer wieder Ärztinnen, die schreiben, ich habe das nie gelernt, Überbringung von Todesnachricht und Diagnosen. Und das Krasseste, was ich erlebt habe, war tatsächlich ein Mensch, der mit dem Kopf so ein bisschen auf die Türschwelle komisch gefallen war und der lag dann so ein bisschen doof da zwischen 2 Zimmern. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wollen wir ihm vielleicht mal ein Kissen unter den Kopf legen, damit er nicht so komisch auf der Schwelle liegt. Und dann guckt der Arzt, während er gerade die Rechnung ausgefüllt hat, die Quittung, damit er das Geld mitnehmen kann, guckt hoch und sagt, ach, der ist doch tot, der merkt nichts mehr. Und dann dachte ich so, okay. War der wirklich Berliner und hat somit mein Klischee, was ich von Berlinern denke, erfüllt? Oder hast du das jetzt nur gesagt, weil es dein Klischee ist von Leuten, die sowas sagen? Nee, er hat es so gesagt. Ja. Es war jetzt gar nicht berlinerisch. Also ich weiß auch nicht, ob das ein Klischee ist für Leute, die in Berlin wohnen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Na, für mich ist das ein Klischee. Was? Der ist halt dort. Ich weiß überhaupt nicht, was sie wollen. Ja? So hat das nicht gesagt. So hat er es nicht gesagt, aber es war schon so, dass mir so ein bisschen der Mund offen stand und ich dachte so, okay, dann. Ich glaube, das ist aber eine Generationenfrage und ich glaube, die heutigen Medizinstudierenden werden da besser geschult. Ich mache ja, einer meiner Milliardenjobs ist Patientenschauspielerin und sehr, sehr oft machen wir in diesen Kommunikationsseminaren Situationen, in denen es gar nicht um die Kommunikation mit einer Patientin oder einem Patienten geht, sondern mit Angehörigen. Und vor ein paar Semestern vor der Pandemie habe ich eine Szene gespielt, wo der Vater von der Betreffenden, also von mir, sozusagen gestorben war und eine Leichenöffnung vorgenommen werden sollte, weil er an einer Variante von Creutzfeldt-Jakobs gestorben ist und es sozusagen für die Forschung wichtig wäre, dass er untersucht wird. Und die Studierenden mussten also mir kommunizieren, die ich dann auch noch einen sehr, sehr christlichen Hintergrund hatte. Dass eben eine Leichenöffnung gemacht werden sollte. Und das war eine große Herausforderung für die Studierenden. Wenn dann jemand in so einem Gespräch, also was sowieso schwierig ist, auf einmal fragt, glauben Sie eigentlich an Gott? Wie ist denn das jetzt, wenn Sie mir das jetzt so sagen vor den Latz knallen? Ich kann das aber mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Also es war schon eine spannende Geschichte. Und hast ich glaube, sowas wird mir... ich habe mich erst vehement wehren sollen und dann je nachdem, wie die Studierenden kommuniziert haben, sollte ich dann irgendwann zugänglicher werden. Und das haben auch einige nach Anfangsschwierigkeiten wirklich gut hinbekommen dann. Es ist wirklich interessant, je nachdem, was man, das hat wirklich sehr viel damit zu tun, finde ich, was Leute glauben, was der Tote ist oder was, ob dann noch was kommt. Also ich habe mich da auch mit verschiedenen auch
einem Arzt, erinnere ich mich jetzt, unterhalten, der hat gesagt, ja, du darfst nicht immer so gegen die Obduktion sprechen, du hast doch jetzt irgendwie viele Menschen, die dir folgen, das ist unfair. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe es halt auch schon erlebt, dass einfach Leute heimlich obduziert worden sind, ohne die Zugehörigen zu fragen. Und das ist halt ein absolutes No-Go und das geht gar nicht. Okay. Und das ist scheiße, danach zu fragen. Und ich finde es aber auch total okay, wenn Leute dazu Nein sagen. Und es gibt so, für manche Menschen ist das so die, was ist für die Forschung, man kann da was lernen, das ist unsere Pflicht, das zu machen. Und die verstehen es überhaupt nicht, dass jemand sagt, nein, dieser Körper darf nicht mehr angefasst werden und nicht mehr kaputt gemacht werden und zersägt werden, das wollen wir nicht. Also ich weiß nicht. Es geht ja nicht nur um Forschung, es geht ja möglicherweise auch um Aufklärung von Straftaten oder um den Hintergrund, der warum die Person überhaupt gestorben ist. Ja, aber dann wird es angeordnet, dann wird ja nicht danach gefragt. Also bei einer Straftat wird nicht gefragt, meine ja, ich. Ja, wenn ein ganz konkreter Verdacht besteht, nicht. Aber ich finde auch für die Forschung ist es durchaus legitim und vertretbar, über sowas zumindest zu sprechen. Mhm. Und das Schlüsselargument in dieser Szene war, dass man ja mit dieser Leichenöffnung und mit der dazugehörigen Forschung nicht dafür sorgt, dass die Uni irgendwie einen Orden kriegt oder zum Exzellenzcluster gehört oder was auch immer, sich da irgendwie eine Plakette an die Wand heften kann, sondern dass es darum geht, eben Menschen zu helfen, die dann eben in Zukunft eventuell nicht mehr an diesen Krankheiten versterben. Und ich finde, das zu kommunizieren ist durchaus nachvollziehbar und einen Gedanken wert. Ja, durchaus, aber dann auch zu akzeptieren, wenn Leute sagen, ich möchte klar, das nicht, natürlich. Dass meinem geliebten Menschen, weil man muss auch erzählen, was passiert da, ja? Das Brustbein aufgesägt wird, alles von innen nach außen gekehrt wird, die Organe in der falschen Reihenfolge in den Bauch getan werden. Na, also das würde ich dann auch gerne wissen wollen. Mhm. An der Stelle möchte ich sagen, ich habe einige Obduktionen gesehen, weil ich auch im Austausch bin mit einer Rechtsmedizin in Leipzig und ich weiß, was du meinst, aber weißt du, ich glaube, das Problem ist halt, dass die Menschen dann aber vielleicht auch nicht drüber nachdenken, wenn du nicht gerade eingeäschert wirst, also auch einäschern ist, wenn du dir den Vorgang kurz visualisierst, nicht schön. Ich werde die Details nicht beschreiben, aber da kann man ja auch ohne Umschweife sagen. Ich weiß, wie das aussieht. Genau, und genauso ist natürlich, wenn du beerdigt wirst, der Verwesungsprozess, der zwangsläufig erfolgt, ebenso optisch und auch auf anderen Sinnesmodalitäten nicht unbedingt ästhetisch. Um es ganz drastisch zu sagen, es gibt keine Form, eine Leiche, naja, in einem Zustand zu belassen, der nicht ab einem gewissen Grad doch, wenn eine Person unbedarft sich das anschauen würde, nicht doch unangenehm wäre. Sehr theoretisch und nicht gegenwärtig. Also man muss den Leuten, man sollte vielleicht den Leuten schon sagen, dass egal wie du mit einem Verstorbenen umgehst, natürlich derjenige einfach auf irgendeine Form einem Zersetzungsprozess ausgeliefert sein wird. Und das, was du gerade sagst, klingt halt drastisch und ist es auch. Aber die Alternativen sind nicht unbedingt minder drastisch. Aber wenn man sich tatsächlich vergegenwärtigt, muss ich das trauern. Mit dem Kopf. Ja, das ist genau. Das Ding. Also das ist quasi der Kopf, was ihr sagt. Und ich gebe euch da auch durchaus recht. Und das andere ist das Herz. Und wenn ich mir vorstelle, jemand will meiner Mutter das, dann würde ich sagen, nein. Also das ist auf der anderen Seite, gibt es sicherlich auch Momente, da hast du recht, was du da gesagt hast, Holm. Was ist dein Rufname? Gero? Sorry. Holm ist total Holm, richtig? Holm. Dass es tatsächlich Leuten helfen kann, wenn die nicht wissen, was die Todesursache ist. Also zum Beispiel, wenn Kinder sterben. Kinder werden obduziert, wenn nicht klar ist, woran die gestorben ist, also wenn die keine lange palliative Geschichte haben. Und da ist es tatsächlich auch so, dass das Eltern helfen kann. Das finde ich auch total spannend, dass ihr alle das Wort Leiche sagt. Das ist ein Wort, was ich nie verwende, weil es ist eben... Was denn sonst? Ich glaube, Leichenschau ist ein Begriff der Ärzte, der so verwendet wird. Ja, aber ihr sagt auch die Leiche und die Leiche, also ne, das finde ich naja, das sind halt die alles so. Da merkt man von unterschiedlichen Ufern, wir kommen quasi. weil für mich sind das die Verstorbenen und Leiche klingt so verdinglich. Das ist halt das Wissenschaftliche, der wissenschaftliche Term dafür. Und ich würde halt immer den Namen der Person sagen. Und damit ist es dann wieder so. Also, es kommt auf die Situation. Jetzt hast du den Holm verloren. Das ist Sprich nur. Ich war jetzt am Wochenende zur Trauerfeier für meinen Onkel und kam dann irgendwie auch mit einer anderen, also der ist während des ersten Lockdowns verstorben und die konnten ihn irgendwie nur mit 10 Leuten beerdigen. Insofern ist das jetzt so ein bisschen nachgeholt worden.
Und ich bin da auch mit einer anderen, also einer Freundin der Familie ins Gespräch gekommen. Die, ich weiß gar nicht wie, irgendwie sagte sie sowas von, ja, also so möchte ich ja nicht begraben werden. Und ich stand so irgendwie, ich glaube, ich habe sie etwas geschockt. Also ich gemeint, es ist mir doch egal, was passiert, wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Also sollen die, die dann übrig sind, sich überlegen, was sie gerne mit mir machen würden. Also was sie gerne. Vielleicht ist der Punkt auch, egal was. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Also ich hab tatsächlich einmal in meinem Leben einen Toten unmittelbar gesehen, das war mein Opa. Und da war für mich irgendwie nach einem Blick klar, das ist nicht mein Opa, das ist eine Leiche. Also das, ja, ja. An der Stelle nämlich, egal ob du glaubst, dass es ein Leben nach dem Tod geben sollte in irgendeiner, wie auch immer, gearteten metaphysischen Form oder ob du halt eher atheistisch bist wie ich und sagst, okay, wenn die neuronale Aktivität weg ist, ist meine Persönlichkeit nicht existent. Aber in jedem Fall würde ja jede dieser Überzeugungen mit sich bringen, davon auszugehen, dass in der körperlichen Hülle, was auch immer man glaubt, was eine Persönlichkeit ist, nicht mehr anwesend ist. Das sag mal den Ägyptern. Okay. Die haben das sehr anders gesehen. Und okay. Dann sagt das, stimmt, dann, sag das mal einem Menschen, der trauert. So. Ganz ehrlich, ja, also das ist halt. Ich würde gerne. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, Holm. Und mir ging das so bei meinem Schwiegerpapa, dass ich gesehen habe, er ist gestorben. Und dann war er, also für mich war er weg. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich bleib da noch bei ihm und bleib noch bei seiner Frau und so. Und in dem Moment, wo ich ihn angeguckt habe, war für mich klar, der ist überhaupt nicht mehr hier. Also das war schon was Gefühltes. Insofern glaube ich, das ist jetzt nicht nur verkopft, sondern das ist, kann auch ein Gefühl sein, dass man einfach diesen Verstorbenen anguckt und sagt, der ist nicht mehr da. Aber umgekehrt kann es halt sein, dass man, ich glaube, gerade wenn es ein sehr, sehr geliebter Mensch ist, den man, also wo man jetzt vielleicht auch nicht darauf vorbereitet war, dass der stirbt, den man nicht so loslassen kann und den man einfach festhalten will und den man nach wie vor liebt, auch wenn er nun gestorben ist. Und da kann ich total nachvollziehen, wenn jemand sagt, die Vorstellung, dass derjenige, den ich jetzt eigentlich gerade nicht hergeben will, dass der auf so einem Obduktionstisch liegt und da jemand brutal dieses Brustbein aufsägt, das ertrage ich nicht, das ist zu viel. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich finde, entschuldige Alexander, eins muss ich noch sagen, ich finde es total hilfreich, wenn Menschen, während sie leben, ihren Angehörigen sagen, wie sie dazu stehen. Das hilft so, so sehr. Mhm. Wenn die Angehörigen wissen, für meine Mutter ist es völlig in Ordnung. Meine Mutter hat schon zu Lebzeiten gesagt, könnt ihr aufsägen, was weiß ich, ist mir alles scheißegal. Ich möchte sogar, dass das gemacht wird. Ich möchte meinen Körper da zur Verfügung stellen. Das hilft den Angehörigen so sehr, wenn die sich das nicht überlegen müssen oder entscheiden müssen oder sonst irgendwas. Deswegen überlegt euch selber, was ihr da gerne hättet und sagt es euren Angehörigen oder schreibt es auf oder macht beides. Alexander. Wir sind hier an einem ganz spannenden Punkt, weil wir hier ganz viele Ebenen gerade miteinander haben. Wir haben natürlich zum einen die kalte Naturwissenschaft, die wir hier gerade vertreten haben, alle miteinander. Die sehr sympathisch ist trotzdem. Natürlich, ja, danke. Muss sie gar nicht sein. Natürlich sind wir auch Menschen. Also wenn ich jetzt in einem persönlichen Umfeld mit jemandem sprechen würde, wo jemand verstorben ist, dann sage ich nicht, was habt ihr mit der Leiche gemacht? Also ich meine, das gebietet sich ja eben, also von das selber. Würde ich auch nochmal sagen. Es kommt wirklich auf die Situation an, welche Begründung. Das Zweite, was wir hier erleben, ist natürlich, dass vieles von dem, was wir hier gerade diskutiert haben, wo wir so vielleicht unterschiedlicher Ansicht auch sind und das, was du gerade gesagt hast, wir reden halt nicht über das Thema Tod. Es wäre halt alles viel einfacher, wenn das genauso ein Thema wie Frühstück, Mittagessen, Urlaub oder Rentenplanung wäre. Rentenplanung? Ja, bisschen weiter. Ja, was weiß ich, worüber Menschen... Ach, die Waschkauf so am Frühstück besprechen halt. Ich habe noch nie... ist auch egal. Entschuldige. Ja, du jetzt nicht, Tommy. Es gibt aber auch andere... Plan nicht mal bis nächsten Sonntag. Du bist doch selbstständig. Du musst doch über deine Rentenplanung... Genau eben nicht. Das tut mir sehr leid für dich. Dafür bin ich ja da. Wenn man eben angestellt ist, stellt sich die Frage ja nicht. Können wir bitte beim Thema bleiben? Rente und Tod liegt vielleicht nah zusammen, aber ich möchte das jetzt nicht. Worauf ich hinaus war also, dass das Thema erstmal gar nicht Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Wir haben nie beim Frühstück über die Rente geredet. Alexa, aber das haben wir wohl. Haben wir wohl, als der VBL-Brief kam und ich noch gesagt habe, guck mal, das kriege ich als Rente. Aber Tommy, du doch mal was. Ich kann sie nicht aufhalten, wenn sie... Ich möchte doch einfach nur weiterreden. Ja, natürlich willst du das. Nicht über die Rente.
So, also erstmal ist das Thema Tod, Sterben, Umgang damit, auch mit der eigenen Vergänglichkeit klarzukommen. Das ist immer noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte in unserer Gesellschaft. Dann haben wir eine zweite Ebene, nämlich die medizinische Ebene, wo sich Dinge bewegen, aber auch eigentlich nicht schnell genug. Die Palliativmedizin, das ist ja die Medizin, die Menschen begleitet zum Tod hin. Das ist eine relativ junge Disziplin, das gibt es noch gar nicht so lange. Es gab auch eine lange Zeit, wo Ärzte bewusst gelernt haben, sagen Sie dem Patienten nicht, dass sie tödlich erkrankt sind. Das macht man nicht. Was? Lassen Sie sie im Unklaren. Schwere Krebsdiagnosen gab es lange Zeit die medizinische Praxis, das den Patienten nicht zu sagen. Warum will man die denn noch zusätzlich belasten? Ist natürlich völliger Unsinn, völliger Quatsch. Wird heute anders gehandhabt. Heute haben wir eine Palliativmedizin, bestehend in der Regel aus Ärzten, Pflegekräften, idealerweise Psychologen, die sich dann nicht nur um die Menschen, die ihren letzten Weg antreten, begleiten, sondern eben auch die Angehörigen begleiten. Das ist gut, dass es das gibt. Das gibt es noch gar nicht genug. Das müssten wir viel mehr haben. Und wenn man das nämlich hätte, weit verbreitet, dann wären all diese Themen, was passiert mit meinem Körper, oder allein den Gedanken zu haben, würde ich mich nach meinem Tod vielleicht meinem Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen? Das kann man ja alles verfügen. Und wenn ich jetzt so an meine Mutter denke, die verstorben ist, die hat ihre sozusagen Beerdigung, all das geplant und festgelegt. Und das war vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder was mein Vater sich vorgestellt hat, aber wir haben das respektiert, weil sie gesagt hat, wenn ich sterbe, möchte ich, dass das so und so und so gehandhabt wird. Und genauso wie sie das uns verfügt hat, zu Lebzeiten haben wir das auch umgesetzt. Und dann geht es gar nicht darum, ob das jetzt für mich gut war oder für meinen Vater gut war. Es war natürlich für uns gut, weil es das war, was sie wollte und weil sie noch in der Lage war, uns das mitzuteilen. Hat sie das vorher gemacht? Okay, weil das finde ich nämlich echt lang und ausführlich. Weil ich finde schon, dass es auch darum geht, was die Zugehörigen wollen. Und es im besten Falle kann man sich auf irgendwas einigen, womit beide zufrieden sind. Weil oft machen dann Leute ihre ganze Bestattungsvorsorge, stecken die in die Schublade, reden mit ihren Kindern nicht darüber und die holen dann was raus und wissen überhaupt nicht, wie wichtig war das, wollte sie nicht zur Last fallen und hat deshalb gesagt, die grüne Wiese ist ihr das ein ganz tiefes Bedürfnis, dass ich nicht disrespektierlich behandeln darf und so. Deshalb sage ich immer, redet miteinander, da gebe ich dir total recht. Also, das finde ich, das ist total großartig. Da hätte ich nicht einen Gedanken dran verschwendet, ignorant wie ich bin, dass das, natürlich ist das total relevant, weil ich bin da nicht mehr da. Ich habe nur jetzt diesen Moment, wo ich mir vorstelle, das ist total witzig, wenn die dann alle als Clowns geschminkt kommen müssen. Aber, aber tatsächlich sind es dann die Menschen, die das dann machen müssen. Und die haben vielleicht gewichtige Argumente da dagegen. Das finde ich meine Danke, Weise. Sarah. Ich bin sehr froh, dass Tommy da jetzt nochmal drüber nachdenkt. Nee, als Clown geschminkt hätte ich auch nicht gemacht, aber ich hatte Ideen, ey, ohne Scheiß. So lustig. Ja, und das ist ja so eine Trauerfeier. Natürlich ist es immer noch das, was von mir auf Erden überbleibt, über das ich verfüge. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass so eine Trauerfeierlichkeit, deswegen gibt es ja auch den Begriff der Feierlichkeit dabei, ja auch die Gelegenheit ist, nochmal für alle auch Abschied zu nehmen. Also auch nochmal ein Punkt, an den man sich erinnern kann. Auch so diese Idee, die meine Mutter zwischendrin immer mal hatte, dass sie gesagt hat, komm, irgendwo anonymes Grab. Da war ich dann immer jemand, wo ich gesagt habe, das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte schon noch einen Ort haben, an den ich gehen kann. Genau, kann, das ist also auch wenn, die Diskussion, ja. Na, wenn dir das ganz doll wichtig ist, dann würde ich das akzeptieren. Ich fände es aber schade. Und darüber haben wir zum Beispiel gesprochen. Das ist so ein Aspekt. Und da komme ich dann wieder zu dem zurück. Da habe ich dann nicht darüber gesprochen, was da mit ihrer Leiche passiert, sondern da haben wir natürlich anders miteinander gesprochen. Aber wir haben eben darüber schon gesprochen und zu Lebzeiten gesprochen und gemeinsam gesprochen. Und das das ist toll. Hat vieles, will jetzt nicht sagen viel leichter, aber also es waren zwei, drei Dinge, über die man sich dann keine Gedanken machen musste, was dann in so einer Situation, wo man sich bei tausend Dinge Gedanken machen muss, auch hilfreich ist. Ich erinnere mich ganz kurz nur an die, war das Sophia beim Josef Hanschläger, die Trauerfeier? Die Trauerfeier war das, ne? Mhm. Das war insofern beeindruckend, weil offensichtlich war, also der Josef Hanschläger, der war ja ein großer Inszenierer und auch ein talentierter Inszenierer und der hat sehr, sehr, sehr genau gewusst, wie soll ich sagen, was er da verfügt, wie das ablaufen soll. Ja. Das war beeindruckend. Also die Musiken, die Songs, die er ausgewählt hat und alles, was da passiert ist, die reden natürlich nicht, das ist ja klar, seiner Weggefährten und Gefährtinnen und so weiter. Aber er hat sich dann für den Schluss, ich glaube, fast, was meinst du, Sophia, hat er den Song extra aufgenommen für diesen? Ja,
Ja, hat er. Also bin ich mir, also ich habe Bettina, seine Frau, nicht gefragt, aber ich bin mir total sicher, weil ich, weil ich weiß, Josef hat sich halt vorgestellt, wie er möchte, dass die Beerdigung ist. Und er hat wirklich, am Schluss wollte er, glaube ich, sicher gehen, dass wirklich jeder heult. Ergriffen. Aber wirklich jeder. Ja, ja. Also aber nicht auf eine böse Art. Das war ganz toll. Und dann plötzlich kommt halt die Musik und so Gitarre-Dings da und dann kommt dann plötzlich irgendwie sowas, seine gewaltige Stimme, die er hatte, über diese sehr gute Tonanlage in diesem Rondell. Und es geht halt irgendwie so los wie ein Kind, das seine Mutter nicht mehr findet. So solche Bilder, so Trauerbilder. Und wir alle, oh Gott, puh, und alle sind rausgegangen und waren wirklich überströmt. Es war auf eine Art auch heilsam, es war beeindruckend, aber ich musste auch schmunzeln, muss ich sagen. Ich fand es beides, weil ich fand es auch schön und ergreifend, ihn nochmal zu hören und zu wissen, er hat an uns alle gedacht, als er das aufgenommen hat. Und er hat gesagt, euch kriege ich. Ja, das hat er geschafft. Auch den Tapfersten kriege ich in dem Moment, wo meine Stimme zu diesem Mollakkord ertönt. Ja. Und definitiv, das hat er geschafft. Und darf ich noch einen letzten Satz? Gerne auch fünf, Alexander. Eine letzte Lanze, weil das ist mir nochmal auch wichtig, weil ich ja, oder wir kommen ja aus einer Ärzte-Dynastie, auch wenn wir nicht das Mediziner gehen. Das Dynastie? Nein, das geht ja zurück auf die Ägypter bei den, der Wahnsinn. Erzähl. Ich will einfach nochmal sagen, Menschen, die obduzieren oder auch Medizinstudierende, die ja die sogenannten PrEP-Kurse machen, also wo dann ja tatsächlich in der Vorklinik im Medizinstudium Menschen, die ihren Körper der Forschung zur Verfügung gestellt haben, wo dann ja an Leichen auch gearbeitet wird, in dem Fall sage ich jetzt bewusst wieder Leichen, an Verstorbenen. Wenn man da mit denen spricht, und das ist auch etwas, was man sehr gut nachvollziehen kann, die müssen abstrahieren. Die dürfen in dem Moment nicht mehr einen dreidimensionalen lebenden Menschen vor sich sehen. Die dürfen sich nicht die Lebensgeschichte ausdenken. Schon gar nicht bei einer Obduktion in dem Fall, wenn es auch um juristische Dinge geht. Die müssen vollkommen neutral, kalt, analytisch daran gehen. Das ist grässlich. Alles raus aus dem Kopf, bis auf das Fachwissen. So, das ist natürlich für die Angehörigen grässlich. Deswegen ist es auch ganz schwierig, wenn sowas passiert. Gleichwohl müssen sie es tun, damit sie ihren Job machen und damit sie nicht durchdrehen. Also das ist natürlich so die andere Seite der Medaille. Wenn du das jeden Tag machen musst und dir jeden Tag stundenlang darüber Gedanken machst, was das für eine Vorgeschichte da vor dir ist, das ist auch psychisch gesehen nicht gesund, dann kannst du diesen Job auch nicht machen. Aber Sarah, ich meine, du hast doch dauernd mit Toten zu tun, also mit Verstorbenen. Also ich glaube, es gibt ein Mittelding dazwischen, total, also ne, zwischen das ist alles kalt und ich bin analytisch und trotzdem wünsche ich mir eine bestimmte Würde, in dem es muss einfach klar sein, das ist ein Mensch. Ja. So. Und ich muss mir nicht die Lebensgeschichte ausdenken oder ich muss nicht mit den Zugehörigen mitfühlen. In dem Moment geht es darum. Ich habe natürlich nicht in so einer häufigen Fluktuation tote Leute vor mir, klar. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, das verstehe ich auch. Aber es gibt auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Wunde versorge oder wenn ich jetzt jemanden, wenn ich rasiere oder so. Und dann gucke ich halt auch, habe ich alle Haare bekommen und sieht das hier gut aus und ist das richtig verbunden oder so. Und dann kriege ich auch so einen Blick, wo es nur noch darum geht. Und in dem Moment denke ich dann nicht, oh Gott, Herr Müller, der hat hier eine Wunde. So. Aber im Großen und Ganzen dann auch wieder zurückzutreten und sagen, das sind hier Menschen, an denen wir arbeiten. Das finde ich schon wichtig und das erwarte ich schon auch. Also schließt sich dann der Kreis zur, was du vorhin gesagt hast, Sophia, oder ich glaube, du warst es, dass eben ganz oft Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, nicht genügend psychische Unterstützung haben, mit ihrem Beruf umzugehen. Das ist ein Unterschied noch zwischen Respekt vor dem, was man da tut und dem Körper, den man da vor sich hat und einer gewissen emotionalen Involviertheit. Also da sollte man vielleicht auch schon mal so eine gewisse Linie noch belassen. Je nach
Ausprägung des Charakters. Also es gibt auch Menschen, die sicherlich wahnsinnig emotional involviert sein können, empathisch sein können und trotzdem abstrahieren. Also das ist dann, glaube ich, die Medizinerin, der Mediziner, der wirklich im Arztberuf am besten aufgehoben ist, wer diese Balance schafft. Aber ich glaube, das sind halt nicht alle. Und man muss, je nachdem, wie der Mensch so angelegt ist vom Charakter her, auch die Möglichkeit lassen, eben vollständig zu abstrahieren und eben nicht ständig darüber nachzudenken, wer das sein könnte, den man da vor sich hat. Also es muss jeder die Möglichkeit haben, mit dieser Situation so umzugehen, wie es ihr oder ihm am besten gelingt. Sagen wir es mal so, wenn es aber dann um den Kontakt auch geht mit den Trauernden. Ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ja. Darum geht es nicht. Ganz anderes Thema. Naja, ich sag mal so, wenn wir das jetzt eine Ebene höher machen, ja, also bestattende Menschen gehen auch mit Toten um und machen das beruflich. Und es gibt viel Umgang im Bereich der Bestattung. Den finde ich nicht okay, weil er abstrahiert ist. So, ich möchte mit Verstorbenen so liebevoll umgehen, wie ich das auch mit lebendigen Menschen machen würde. Und da finde ich schon, dass da einiges im Argen liegt. Also ein Beispiel nennen vielleicht? Also hast du was im Kopf? Einfach die Art und Weise, wie ich jemanden hin und her hebe oder so. Das kann ja sehr unterschiedlich sein, ja. Mhm. Oder da gibt es auch wieder ein großes Spektrum von Ausprägungen, ja. Also es gibt BestatterInnen, die sagen an, was sie machen. Wir ziehen ihnen jetzt das Hemd an, die reden mit den Verstorbenen. Das mache ich manchmal auch. Also dann gibt es welche, die machen ihre Handgriffe, die gucken die Leute nicht an. Also für die ist das halt nur die Arbeit und eben nicht die Person. Und wenn ich mit Menschen umgehe, die gestorben sind, dann mache ich das ja quasi, weil die Familie oder die Zugehörigen oder die Freunde mir diesen Menschen anvertrauen. Finde ich, ist nochmal ein Unterschied. Da habe ich auch eine Verantwortung, mit denen fürsorglich umzugehen. Ich habe gerade einmal geschmunzelt zwischendrin, weil das genau beim Patientenschauspielern, was wir machen, bei dem Kommunikationstraining auch ein Beispiel ist. Eine gute körperliche Untersuchung beim Arzt, bei der Ärztin, besteht daraus, dass dir gesagt wird, was jetzt passiert. Und das passiert in diesen Übungssituationen in der Regel ja nicht. Dann sagen die, ziehen Sie sich mal aus und je nachdem, wie ich dann an dem Tag als Patientenschauspieler drauf bin und sage, ich habe Schulterschmerzen, fange ich an, mir die Hose aufzumachen. Einfach um deutlich zu machen, dass die Anweisung nicht korrekt ist. Oder wenn es heißt, legen Sie sich hin und dann liegt man da und dann reden die immer weiter und man fragt dann irgendwann mal als Patient verschämt, darf ich jetzt auch wieder aufstehen? Also das ist genau der Punkt, den wir versuchen beizubringen. Genau was du sagst, das, was ich tue, zu kommentieren, das ist dann offensichtlich bei Bestattern sofort für mich nachvollziehbar, dass das gut ist, dass ich als Angehöriger, der gerade jemand verloren hat, weiß, was passiert denn da jetzt? Gegenüber dem Angehörigen kann ich das auch nachvollziehen. Ja, ja, klar, natürlich. Ich erinnere mich an den Fall, als ich die Überführung meines Vaters irgendwie dann bei einer Bestatterin in Bayern angerufen hatte und dann die Antwort bekam, ist das der, wo Selbstmord gemacht hat? Ach du Scheiße. Was? Ja. Was? Ist jetzt kommunikativ nicht so cool, ja. Um mal wieder in Dialektklischees zurückzufallen, da passt das Bayerische dann wieder ganz gut. Das ist doch nicht zu fassen. Es wäre auf Hochdeutsch wäre es überhaupt nicht gegangen. Auf Bayerisch ging es dann irgendwie. Ist das der, wo es selbst. Keiner Sprache schön. Also. Nee. Oh Gott. Ja. Und tatsächlich finde ich, macht das für mich einen Unterschied auch, weil also ich bin anders, wenn ich mit den Toten rede. Ne? Also das ist jetzt, man kann da jetzt drüber spekulieren, hören die was oder hören die nichts oder so. Also und da werden wir nie eine Antwort finden, wo irgendjemand irgendwas hört. Aber für mich macht es einen Unterschied, weil ich anders mit Leuten umgehe, mit denen ich rede. Und da muss ich jetzt auch nicht andauernd irgendwas sagen. Es ist nicht so, dass ich immer zu irgendwas sage, aber so dieses Hallo, ich bin hier und jetzt machen wir was, also oder ich ziehe sie jetzt an oder so, finde ich, macht es für mich irgendwie auch zugänglicher und ich bin dann respektvoller mit den Menschen. Ist das der Punkt, was es mit dir macht? Genau, das macht was mit mir, weil und ich finde auch, also man ist fast nie in seinem Leben, also okay, man ist fast nie in seinem Leben so ausgeliefert wie im Tod. Ja, da liegen sehr Leute, Satz. Da vermutlich liegen Leute, nicht. Vermutlich nicht. Da liegen Menschen nackt vor mir auf einem Tisch. Es gibt Krankenhäuser, da muss man die Kleidung abgeben, dann holt man die nackt in einem Laken ab und die liegen nackt und ausgeliefert auf einem Tisch und die können nicht mehr sagen, wir wollen da nicht liegen. Ne? Also und da finde ich schon irgendwie
dass Menschen da sehr verletzlich sind, egal ob sie leben oder tot sind. Und man könnte jetzt ja auch sagen, was Lydia vorhin gesagt hat, die Funktionen sind weg, meine Persönlichkeit ist weg, das ist nur noch der Körper oder die Hülle. Aber selbst dann, wenn das so ist oder wenn man das glaubt, dann würde ich immer noch sagen, ja, aber das ist die Hülle, wo jemand drin gewohnt hat, den ich geliebt habe oder den Menschen geliebt haben. Und deshalb gebührt es sich, mit dieser Hülle respektvoll umzugehen. Es schadet ja auch nicht. Also es ist ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwas verlangsamt oder irgendwie. Naja, also wenn eine Obduktion unterbleibt, schadet es unter Umständen schon. Aber unterbleiben meine ich. Gut, ich spreche jetzt von meiner Arbeit. Ist was anderes. Aber, Aber es war wichtig, das nochmal. Gut. Lydia, du wolltest was einwerfen. Genau. Erstens finde ich das sehr interessant, was du sagst. Da werde ich bestimmt auch noch nach der Sendung drüber nachdenken, weil ich glaube auch, dass das in deinem Beruf eine sehr menschliche Herangehensweise ist. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht, weil meine Berührungspunkte mit dem Tod habe ich ja gerade ungefähr benannt, dass ich da also eher der abstrakte Typ bin. Und ich dachte einfach daran, vielleicht ist meine Herangehensweise auch eine andere, weil ich halt weiß, wie Leichen aussehen, wenn sie in der Natur eine Weile lagen, bevor sie gefunden wurden. Und die natürlichen Prozesse, die entstehen, inklusive der Besiedlung mit eben Insekten und der Verwesungsprozesse, sehen auch nach kurzer Zeit nicht respektvoll aus, weißt du? Ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie es riecht. Und vielleicht ist, wenn du das oft genug einfach gesehen hast, ist es für mich dann vielleicht schwer, deinen Ansatz zu verstehen, weil ich einfach weiß, was von der Natur aus dann passiert, unwiederbringlich. Und die Prozesse, die natürlich ablaufen, sind halt auch nicht schön mit der emotionalen Herangehensweise, wie du sie schilderst. Deswegen werde ich da im Nachgang sicher nochmal drüber nachdenken. Aber ja, verstehst du? Ja, ich verstehe, was Ansatz? Du meinst. Ja, also ich glaube auch, wenn man das oft sieht, also ich kann, ne, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man das so oft sieht. Ich habe das nicht so oft gesehen. Tatsächlich Menschen, die entweder länger gelegen haben oder die durch andere Umstände verletzt sind oder verfärbt sind oder so, da habe ich dann tatsächlich das Gefühl, dass ich mir dann noch mehr Mühe geben will, die als Menschen zu sehen, weil es schon so schwierig ist. Allerdings mache ich das dann auch immer mit Blick auf die Zugehörigen, ne? Und dann, also ich habe mal einen jungen Mann bestattet, der lag etwas länger, der war sehr stark verfärbt, das hat auch gerochen und die Eltern konnten nicht da sein und mir war das total wichtig, dass die Eltern wussten, dass ich ihren Sohn liebevoll mit Respekt gewaschen habe. Auch wenn es wirklich schwierig war, den zu waschen. Es ging noch. Und ich habe denen das dann geschrieben und habe gesagt, ja, ich weiß, dass das nicht schön aussieht, nicht das, was man erwartet. Aber ich möchte, dass sie wissen, dass ich unter diesen Verfärbungen trotzdem noch sehe, dass das ein schöner junger Mann ist oder gewesen ist. So. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, du sagst in der Natur gelegen oder ne, also so wirklich, wo Madenbefall schon fortgeschritten ist, da würde mir das wahrscheinlich auch schwer fallen. Ist halt auch, wenn die Leute in den Wohnungen ein bisschen liegen. Also ich muss dazu sagen, das ist ja gar nicht mein Job, aber ich habe ja nun mal sehr viel seit sehr vielen Jahren mit Menschen zu tun, die in diesen Jobs arbeiten und bin auf Fortbildungen und kenne einfach dementsprechend die optischen und sonstigen Modalitäten halt sehr gut. Und wobei man dazu sagen muss, dass wenn man dann nicht abstrakt rangeht, würde man sich wahrscheinlich auch ersparen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das nie als belastend empfunden, weil ich das immer eher abstrakt naturwissenschaftlich gesehen habe, sozusagen, was wahrscheinlich dann hilft, das so zu sehen. Aber deswegen ist das so interessant, weil du auf dem anderen Spektrum des emotionalen Umgangs mit diesen Dingen stehst als ich, habe ich den Eindruck. Und das ist super interessant einfach. Und für deinen Job sicherlich genau das Richtige. Ja, vor allem für die Leute drumherum. Also, weil ich glaube, so wie du die Verstorbenen, war Verstorbenen richtig? Ist das gut, was du sagst? Darfst sagen, wie du sagen, was du möchtest. Ja, was heißt richtig? Nein, ich meine nicht richtig war das blöde Wort, aber ich finde auch Leiche in dem Zusammenhang, in dem du arbeitest und wirkst, komisch. Ja, das, aber witzigerweise erst, nachdem du mich darauf hingewiesen hast oder uns darauf hingewiesen hast, ist mir aufgefallen, stimmt. Also das ist irgendwie, finde ich es
Es mag beschreibend zutreffend sein, aber es fühlt sich komisch an. Ich meine, so wie du das beschreibst, Sarah, ist es ja so, dass das Dinge sind, die, wie ich schon sagte, machen was mit dir, dadurch, dass du das so machst, wie du es machst. Und das, was du dann, wie du dich fühlst, kommt ja auch zurück dann zu den Menschen, zu den Hinterbliebenen. Also alles das, also das, was du da sagst, wenn du sagst, es war ein schöner junger Mann und all diese Dinge, das ist ja also deine Haltung strahlt ja aus auf die anderen Menschen. Darum finde ich das absolut nicht nur legitim, sondern total bewundernswert und wunderbar und großartig, dass das so ist und dass du das so machst. Das ist super. Also finde ich zumindest. Und ich finde gefälligst, das sollte man auch nicht anders sehen. So. Ja, Kaspar David Niedlich ist, das solltest du wissen, Sarah, derjenige im Chat, der meistens die besten Gags macht. Und ich glaube, also hat er gesagt? Für meinen Geschmack ist das der beste Witz, den ich in der letzten Zeit gelesen habe. Er hat geschrieben, mein Grabsteinspruch. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Schwarzer Humor. Ich weiß, es ist aus so vielen Ebenen falsch und sehr, sehr lustig. Früher wollte ich immer, komme gleich wieder. Ja, ich komme immer bis gleich. Ja, genau. Ich wäre jetzt auch lieber am Strand. Genau. Gibt es den wirklich? Das ist toll. Oder man könnte auch so Twitter-mäßig draufschreiben, ja was? Und dann so ganz viele Fragezeichen und Ausrufezeichen, dass man sich sofort offended fühlt irgendwie. Dass man sofort auf dem Friedhof sagt, Entschuldigung. Was ich sehr interessant finde, das habe ich mehrfach schon gehört, im Umgang mit Verstorbenen ist der Fall von Organtransplantation oder Organentnahmen. Also ich arbeite im weitesten Sinne im klinischen Kontext und was ich da sehr, sehr interessant finde, ist, dass diese Art von Eingriffen, die mit am als belastendsten empfunden werden von den Ärztinnen und Ärzten, die an diesen Eingriffen beteiligt sind. Ist das so? Ja, weil, also es ist natürlich völlig klar, dass nur jemand für so einen Eingriff in Frage kommt, bei dem eine, wir haben gerade schon gesagt, dass ein Leichenschau mal ein bisschen schnell auch gemacht werden kann. In dem Fall ist das ja nicht so. Also da wird ja nochmal wirklich auch der Hirntod mit Geräten festgestellt. Es gibt ja viele Kliniken in Deutschland, die können das gar nicht. Das ist ja ein Problem der Organtransplantation, was wir haben. Das heißt, wenn jemand zum einen erklärt hat, dass er das gerne möchte, dass seine Organe entnommen werden und in einem Krankenhaus das dann festgestellt wird, dass er dafür in Frage kommt. Also es ist mitnichten so. Ich sage das nochmal, weil ich damit mich immer wieder auseinandersetze. Es werden keine Menschen ausgeschlachtet oder mal schnell für tot erklärt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da sehr viele Menschen große Angst davor haben. Das ist völliger Unsinn und kann zumindest in Deutschland nicht passieren. Was die Ärztinnen und Ärzte da so belastend empfinden, ist die Tatsache, dass das eine OP ist, bei der sie im Grunde genommen Dinge tun, die komplett gegen ihren Berufsethos verstoßen. Das, was sie da tun, obwohl dieser Mensch ja schon tot ist, aber er hat eben noch einen Herzschlag, weil der natürlich künstlich aufrechterhalten wird, möglichst lange. Und diese Art von OPs ist unglaublich belastend. Und was diese Teams immer bekommen, und das ist auch ganz wichtig für diese Teams nach so einer OP, ist, dass sie mitgeteilt bekommen, zwar anonymisiert, aber wer die Organe erhalten hat. Und das ist für diese beteiligten Ärzte und Ärzte extrem wichtig. Weil zum Beispiel ja noch so Dinge wie eine Anästhesie vorgenommen werden. Richtig, also es ist wirklich nicht. Es wird im Grunde genommen gefühlt, ist es eine OP, wie jeder andere erstmal vom Ablauf her. Es werden ja auf die Vitalwerte auch geachtet, weil darauf geachtet werden muss, dass sozusagen die Das heißt, ich muss dazwischen fragen. Ich muss eigentlich die ganze Zeit wird äußerlich der Eindruck aufrechterhalten, der lebt oder die lebt noch. Ja, genau. Mhm. Und dass die Organe sozusagen müssen auch noch leben, weil sie tot nicht. Richtig, die nehmen ja Schaden. Also in dem Moment, du kannst nur mit deinem Intellekt und Kraft deines Willens abschalten, irgendwie, dass du sagst, ja, der lebt noch. Das war meine Frage. Da ist die Abstrahierung nämlich extrem wichtig. Es wird auch immer wieder darüber berichtet, dass das ein Faktor ist, warum es relativ wenig Organtransplantationen bei uns gibt, dass einfach Ärzte da auch wenig Enthusiasmus dafür haben. Ich würde gerne in dem Zusammenhang, weil wir gerade bei Organspende und Organtransplantationen sind,
in Erinnerung rufen, dass wir ja vor einiger Zeit auch eine öffentliche Diskussion zum Thema Organspendeausweis gehabt haben, wo gewisse politische Gruppierungen in Deutschland eine regelrechte Fake News und Angstkampagne gefahren haben. Und die AfD. Sagen wir, wie es ist, es war die AfD. Und haben damit auf eine Angst angespielt, die so tief im Erzählen und in unserer Kultur verwurzelt ist, ich habe es am Anfang schon mal angedeutet, dass sie zwangsläufig sicherlich einige Menschen damit erreicht haben und ihnen erfolgreich Angst gemacht haben. Es gibt wahnsinnig viele moderne Sagen zum Thema Organentnahme, also Leute werden irgendwo gekidnappt und wachen dann ohne Nieren wieder auf. Wir kennen sie alle, diese schrecklichen Geschichten. Und genau solche Fake News-Kampagnen und Angstkampagnen hat man eben jetzt politisch genutzt, um die Gesellschaft in dieser sehr, sehr wichtigen Frage weiter zu spalten. Und ich würde mir wünschen, dass wir auf andere Art und Weise über dieses Thema diskutieren und aufzeigen, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen, sich mit einem Organspendeausweis auseinanderzusetzen, mit dem, was daran hängt. Und für sich selber zu überlegen, ob man das möchte. Und wenn ja, das auch wirklich zu tun, nicht nur drüber nachzudenken und das Ding mit sich rumzutragen. Ja. Und heute Post von meiner Krankenversicherung. Sehr gut. Und es soll darauf hingewiesen werden, die Geschichte, dass Annalena Baerbock kommt und euch die Niere heimlich rausoperiert, die ist fake. Das stimmt ja, nicht. Oh Wunder. Das stimmt doch, sagt die Lydia jetzt. Nee, sagt Lydia erst. Lydia, bitte. Zwei Sachen, und zwar gut, dass du das gesagt hast, Alexa. Ich wollte sagen, vielleicht, ich weiß nicht, Alexander, könntest du gleich nochmal etwas konkretisieren, was denn der Hirntod dann eben ist und wie diejenigen das auch feststellen. Und ich hatte dazu mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal, also das ist immer noch da, deswegen kurz mal darauf Hinweis. Ein Freund von mir lebt nur deswegen, weil er ein Spenderherz erhalten hat. Und er heißt Nico und er wäre sonst tot. Und er erzählt das selbst in dem Video. Also ihr könnt bei YouTube Lydia Benecke zum Thema Organspende eingeben. Vielleicht kann das jemand in den Chat posten. Und er versucht auch eben diese ganzen Fake News aufzuklären und einfach mal zu sagen, okay, ich lebe nur dank der Organspende eines Menschen. Und zu den wissenschaftlichen Infos möchte ich verweisen auf das Skepcon-Video, wie Esoteriker Organspenden verhindern. Vielleicht kann auch das jemand in den Chat posten. Also wie Esoteriker Organspenden verhindern, ist ein Vortrag von Dr. Benedikt Materna. Genau, also dieses Video ist bei YouTube, da gibt es viele wissenschaftliche Infos und das andere Video, da könnt ihr eben Nico kennenlernen, der auch einiges über die Fake News sagt und deswegen ein Thema, was mir auch sehr wichtig ist, deswegen an dieser Stelle kurz dieser Slot. Ja. Und ich wollte gerade einmal auf Sarah noch Bezug nehmen, natürlich ist das auch dann wiederum ganz wichtig, das im Vorfeld auch mit den Angehörigen zu besprechen und zu sagen, das ist ein Wunsch von mir, dass das passiert, weil man natürlich, und das ist so, auch da gibt es übrigens, das ist jetzt auch nicht, dass die wie die Metzger dann drangehen, aber es ist natürlich völlig klar, bis hin zu den Augen, jetzt heute können natürlich Dinge im Zweifelsfall jemandem anderen helfen, dass so ein Mensch, bei dem eine Organentnahme stattgefunden hat, nicht mehr so aussieht wie vorher. Also auch da sollte man unter Umständen gemeinsam zum Beispiel besprechen, so wird es, habe ich schon mal erlebt, dass dann gesagt wird, vor dieser OP wird Abschied genommen, weil danach dann tatsächlich der Mensch dann nicht mehr so aussieht, wie man ihn in Erinnerung hatte. Aber es ist der Wunsch des Menschen ja auch gewesen, wenn man das kommuniziert. Das macht es dann auch wieder für die Angehörigen natürlich deutlich einfacher. Auch hier geht es wieder darum, dass man natürlich solche Dinge im Idealfall gemeinsam zu Lebzeiten in Ruhe miteinander bespricht. Hirntod, das Stichwort hier. Die wird Sarah auch, wollte was sagen. Ja, da genau. Sie was sagen. Ich habe so das Gefühl, ich bin so sehr auf die andere Seite heute Abend. Ich würde gerne zwei Sachen nochmal sagen. Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, Alexia, Aufklärung super wichtig. Ganz, ganz wichtig, weil ich habe regelmäßig Gespräche mit Leuten, die sagen, wie, also wenn ich vom Auto überfahren wäre, dann kann ich Organe spenden. Also es gibt so viele Menschen, die denken, quasi das Herz hört auf zu schlagen, ich sterbe und dann kommt irgendjemand und holt die Organe. Dass man hirntot sein muss, ist bei ganz vielen Leuten nicht angekommen. Und ich habe ganz zu Beginn, bevor, also von meiner quasi trauerbegleitenden Laufbahn, habe ich so Abende gemacht zur Organspende mit einer Palliativärztin. Und die hat was gesagt, was ich wirklich ganz, ganz wichtig und sehr schön finde. Die hat gesagt, wenn man weiß, was Organspende beinhaltet und wenn man das alles sich vorher überlegt hat, dann ist das das größte Geschenk, was man einem anderen Menschen machen kann. Aber genau das muss es auch sein, ein Geschenk. Das finde ich auch ganz wichtig. Das darf keine moralische Verpflichtung sein, so etwas tun zu müssen. Das
Und das ist sozusagen jetzt, also ne, das, was Lydia jetzt sagt, dieses was hast du da, Esoteriker-Board oder so, das ist die eine Seite, und die andere Seite sind Leute, die sagen, das ist das moralisch Richtige, das muss man tun. Und das finde ich auch schwierig. Wobei tatsächlich objektiv betrachtet, du weißt ja, ich bin hier offensichtlich der immer versucht, diese objektive Seite reinzuhauen. Ich sage mir halt immer, ich verstehe absolut, dass man niemanden dazu nötigen darf, absolut. Aber mir ist es wichtig, dass die Menschen wirklich informiert sind. Ja, und die Frage ist, ob sie das sind. Und sehr viele Menschen wollen damit nichts zu tun haben, weil es unangenehm ist, und informieren sich nicht. Und deswegen sterben Menschen, die leben können. Mhm. Und damit habe ich ein Problem. Ja. Die Leute sollen sich wirklich informieren. Na klar. So. Also, dass man informiert eine Entscheidung trifft. Dafür sind hier alle. Und dann wären wir wieder bei gute Quellen und nicht ESO-Schwurbler, die dir irgendein Fake News erzählen und dann Leute keine Organe bekommen, weil Fake News andere davon abgehalten haben, eine falsche Entscheidung zu treffen im Sinne von falsche Informationen. Sie stimmt zu. Ja. Ich denke auch, da sind wir alle einer Meinung. Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar den Holm nicken sehen. Ich bin begrenzt einer Meinung, aber ja. Ja, das ist immerhin schon mal. Der Grund, warum viele Leute keinen Organspendeausweis haben, ist schlicht Faulheit. Ja? Die wollen sich nicht informieren, die nehmen sich aber nicht die Zeit. Die wollen sich nicht mit ihrem eigenen Ableben beschäftigen. Also das steckt dahinter. Den Organspendeausweis zu haben, das sind zwei Klicks und einmal ausdrucken. Das ist, also so faul kann man gar nicht sein. Ich glaube, das ist viel eher... Das wie die Vorsorgevollmacht, das ist auch, ne, das geht auch eigentlich schnell, aber da muss man sich eben damit beschäftigen, was ist wenn, und das ist unangenehm für uns Menschen. Ich will jetzt wissen, was Hirntod ist. Warum es erzählt Lydia hat die Lösung. Wir müssen Lydias Lösung noch. Geil. Was heißt Lösung? Aber ich finde ja die Konzepte gut, die es ja auch anderweitig in anderen Ländern gibt, dass man sagt, dass man proaktiv nicht zustimmt, weil dann hast du die Wahl zwischen, ich will mich damit nicht beschäftigen, aber nur weil ich mich damit nicht beschäftige, nehme ich nicht einem anderen Menschen die Chance, dass er leben darf. Aber wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann kann ich sehr gerne Nein sagen. Ich finde den Ansatz sehr vernünftig. Da muss ich drüber nachdenken. Gleichwohl, ja, ich gehe da völlig mit dir mit, Lydia, und das ist ja genau diese Welle, die Alexa beschrieben hat, ist, also wir können es ja ganz klar an einem Beispiel widerlegen. In Österreich gibt es eine Opt-out-Regelung. Das heißt, wenn ich nicht Organspender sein möchte, dann sage ich das und dann bin ich kein Organspender. Mhm. Und in Österreich ist es so, dass ich habe die Prozentzahlen nicht im Kopf, aber ein deutlich höherer Prozentsatz an Spenderorganen zur Verfügung steht. Und da können mehr Menschen durch Organtransplantation medizinisch geholfen werden. So, das ist erstmal eine Tatsache, die ist so. Jetzt ist es in Deutschland so gewesen, dass dann ist ein Gesundheitsminister, das war, glaube ich, noch nicht mal Herr Spahn gewesen, ist und gesagt hat, prima, das machen wir auch, Opt-out-Regel. Und dann haben wir eben diese Rechtsaußen, die auf dem Spielfeld bei uns herumstehen und die sagen, guck mal, jetzt reißen sie euch die Organe raus und müsst euch dagegen wehren. Die Kommunikation war aber auch ein bisschen... Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Wenn man denn so eine Regelung macht, dann muss man eine breite Öffentlichkeitskommunikation machen. Und wie gut wir in Deutschland darin sind, sowas zu kommunizieren. Das sehen wir gerade bei der Impfgaudi, ja. Ja, aber jetzt erleben wir gerade. Ich meine, es ging gar nicht einmal um Opt-out. Es ging einfach nur darum, den Leuten zu sagen, wenn sie einen Führerschein machen, müssen sie einfach nur ein Kreuz machen, entweder rechts oder links. Es ging nicht darum, dass der nichts sagt. Das ist auch mal diskutiert worden, aber das war nicht der offizielle. Nicht mal das. Beim Führerschein war das damit man weiß, Autofahren ist gefährlich, oder? Genau. Übrigens. Ich glaube, bei 99% der Deutschen einen Führerschein haben wahrscheinlich. Ist ja auch gefährlich. Ja. Also. Naja, aber ich glaube, Wenn ich einen hätte, dann wäre es in Deutschland sehr gefährlich. Organspenderausweisen sind übrigens die Motorradfahrer. Ne? Also da wird sehr, sehr aktiv gearbeitet in die Richtung. Auch mit Grund, aber ja. Wer von euch Nickeln erzählt mir jetzt genau, was Hirntod ist. Ich drehe gleich durch. Und im Chat wurde es auch schon gefragt. Wer von euch ist freiwillig? Machen wir in einer nächsten Sendung, wenn ich mich darauf vernünftig vorbereitet habe. Weil wenn ich das jetzt halbgar erzähle, wird das demnächst bei YouTube hochgeladen, damit es nicht sauber erklärt wird. Also die Leute verfolgen dich ja auch und warten immer drauf, bis du mal was Falsches sagst. Und schreiben da ganz viele Mails. Doppelte Diagnostik, die da stattfindet, die weit über das normale Maß einer Leichenbeschauung hinausgeht. Was genau sich hinter dem Hirntod verbirgt, physiologisch, müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Ich bin ja kein Arzt. Und bevor ich was Halbgares sage, liefere ich das gerne in einer anderen Sendung nach.
sei nur so, was am Ende steht, ist, dass im Grunde genommen das Herz noch schlägt, aber die höheren Hirnfunktionen definitiv nicht mehr funktionieren. Das heißt, das, was nach unserem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand die Persönlichkeit ausmacht, ist nicht mehr vorhanden. Das Herz schlägt noch und wenn man damit dann sozusagen das vegetative Nervensystem, also das, was dafür sorgt, dass du atmest, was dafür sorgt, dass das Herz schlägt, das macht der Körper im Wesentlichen erstmal alleine, weil es ihm wichtig ist, dass das passiert. Das funktioniert noch, dann bist du ein Kandidat für eine Organtransplantation. Schwierig übrigens auch, Angehörigen zu erklären, die einen Menschen haben im Krankenhaus, den sie besuchen, der im Koma liegt, diesen Menschen dann zu erklären, dass dieser Mensch aber jetzt dann nicht mehr im Koma liegt, sondern hirntot ist. Und wenn dann jemand sagt, aber ich war doch heute Morgen bei ihr, bei ihm und sie hat mir doch die Hand gedrückt, als ich irgendwie die Hand genommen habe und dann zu sagen, ja, das waren aber nur noch unwillentliche Muskelbewegungen, das ist wahnsinnig schwer. Also das ist für die Ärztinnen und Ärzte wirklich eine Situation, in der eigentlich keiner... Also ich glaube, es ist auch für die Angehörigen. Ja, für die Zugehörigen ist es auch schwierig. Also, ja. Für die Ärzte, ne? Ich würde sagen, für die auch. Also, und insbesondere. Wir waren, als mein Vater im Krankenhaus war, der hatte ja einen Unfall mit dem Fahrrad und war wohl direkt beim Aufprall auf die Windschutzscheibe oder auf die Heckscheibe tot. Also das vegetative Nervensystem irreparabel beschädigt. Nur sein Herz war bedingt durch den Sport, den er eben jahrzehntelang nahezu ausschließlich gemacht hat, so unglaublich stark, dass es einfach nicht aufgehört hat. Aufhören wollte. Nicht aufhören wollte. Nein, er ist reanimiert worden. Er wurde am Ding auch reanimiert und das Herz schlug dann wieder. Und das war für uns schon sehr bizarr, also für mich definitiv, weil er lag dann im Krankenhaus, er war nicht mehr da, aber dieses typische Atmen siehst du ja. Das sieht ja realistisch aus, weil es realistisch ist. Das ist nur künstlich hergestellt. Und was nur... Ich weiß, ich kann nicht von allen anderen sprechen, aber was mir persönlich geholfen hat, war der Arzt, der dann gesagt hat, schauen Sie mal, wir haben jetzt, war es ein CT, Sophia? Mhm. Ja? MRT. MRT gesagt, also. Schauen Sie mal, das ist das Kleinhirn, das ist hier, da, das ist das, wo eigentlich, was eigentlich diese Schattierung haben sollte, und hat ein gesundes gezeigt und hat gesagt, schauen Sie, ich weiß nicht mehr, da war alles schwarz oder weiß, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war wirklich für mich total eindeutig. Das hat mir geholfen. Das ist zwar irgendwie abstrakt, weil es ist so ein komisches Bild von einem etwas, was nicht aussieht wie mein Vater. Aber es war für mich total begreifbar, als ich ab dem Moment gesagt habe, ja, da ist nichts. Das ist muss man so sagen, abgestorbene Hirnmasse. Klingt fürchterlich, das so zu sagen. Aber mir persönlich hat das geholfen, in Zusammenhang tatsächlich mit dem Ping und all dem, was so drumherum war um ihn, dass ich gesehen habe, okay, das ist diese Maschine, die jetzt dafür sorgt, dass sein Brustkorb sich hebt und senkt. Also mir hat es geholfen und ich konnte dann ab dem Moment, wo der Arzt mir das oder uns das gezeigt hat, war es für mich klar und somit leichter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte das ohne das, hätte ich mir unglaublich schwer getan bei der ganzen Sache. Unfassbar. Es war vorher ein ganz anderes, ganz anderes Gefühl und hochdramatisch. Das war es natürlich danach auch, aber ich konnte tatsächlich mit meinem Hirn verstehen, das ist vorbei. Ich weiß nicht, Sophia, du erinnerst dich ja an die Situation auch, oder? Du warst da auch dabei. Hast du das ähnlich empfunden? Oder war das für dich nicht wichtig, so wichtig für mich wie für mich? Doch, natürlich, weil ja, wir hatten ja 10 Tage, wo nicht klar war. Also wo wir am Anfang dachten, also sie haben ihn ja auch noch operiert und am Anfang dachten wir ja noch, er wacht wieder auf, das wird wieder. Also es ist ja, also das hat sich ja lange hingezogen. Das heißt, wir hatten ja auch ganz viel Hoffnung und viele Tage, wo es dann immer weniger Hoffnung gab und auch, naja, man sich schon dachte, okay, was ist denn jetzt die Option? Also selbst wenn er wieder aufwacht, in welchem Zustand ist er dann? Also ich für mich fand hilfreich, dass es diese 10 Tage waren und nicht von jetzt auf gleich. Also dass man die Zeit hatte und viel miteinander geredet hat und irgendwie, also bei mir hat es geholfen, dass es so ganz langsam in mir wach wurde, das könnte sein, dass es das jetzt war und was ist die Alternative und so. Und ich fand natürlich auch, also der Arzt hat es wirklich ganz, ganz toll erklärt. Also er hat es so klar gemacht.
ohne dass es das, also der Nico, dein Bruder, der ja medizinisches Wissen hat, der nochmal auch andere Sachen gefragt hat, es verstanden hat, aber auch wir, die da jetzt nicht so diese Vorkenntnisse hatten, er hat es wirklich toll erklärt. Darf ich was fragen, Tommy? Mhm. Ja, klar. Du hast gerade gesagt, da habe ich das mit dem Hirn verstanden. Wann hast du es denn mit dem Herzen verstanden? Viel später. Viel später. Lange nachdem er schon unter der Erde war. Ganz lang. Auch nicht wirklich während der Trauerfeier so richtig. Okay. Also kann es gar nicht genau so sagen. Es waren dann eher die Momente, wo man gemerkt hat, dass er jetzt so im Leben fehlt. Und der letztendliche wirklich mächtigste Schlusspunkt war die Aufnahme von einem Hörbuch, von einem Buch, was ich mit ihm zusammen geschrieben hatte, was ich jetzt alleine aufgenommen habe, wo ich die Kapitel, die er geschrieben hat, unweigerlich in seinem Duktus vorgelesen habe. Weil das gar nicht anders geht, weil das muss man so mit einem leichten bayerischen Akzent sprechen, weil sonst ist es nicht authentisch. Ja? Und das war eigentlich der ganz, ganz lang nachgelagerte Punkt, wo klar war, wäre er da, hätte er das selber gelesen. Mhm. Und wenn ich ihn im Rollstuhl liegend oder sonst irgendwie reingefahren hätte oder ihm mit der Hand den Mund bewegt hätte und die Zunge gelockert, er hätte es selber lesen wollen. Mhm. Und dass das nicht mehr geht, das war der Moment, der sich auch wieder über Wochen hinzog, weil du brauchst für so ein Hörbuch doch etwas länger. Und ich muss auch sagen, diese ersten paar Sätze von dem Hörbuch, die ich aufgenommen habe, da war ich wirklich froh, in Anführungsstrichen, dass Pandemie ist. Das hat nämlich bedeutet, dass ich hier oben in unserem Haus im Dach alleine an einem Mikro sitze und die Techniker sitzen im Studio ganz woanders. Das war angenehm, weil ich selber nichts sagen konnte. Ich wusste gar nicht, ich habe auch ehrlich gesagt, so vielleicht zu meiner Art, da gar nicht viel drüber nachgedacht, sondern habe mir gedacht, jetzt lese ich halt das Hörbuch ein. Und erst als ich dann da saß und mir gedacht habe, so und jetzt lese ich den ersten Satz von etwas, was mein Vater geschrieben hat. Und ich angefangen habe zu lesen, da musste ich schon sehr schwer schlucken. Und danach, dann war es aber auch klar und dann, ja, also das war, hat sehr lange gedauert. Und ich habe während der Trauerfeier, ich glaube, an einer Stelle musste ich tatsächlich weinen. Das war, als die... Als Judith gesungen hat. Ja, oder? Genau, als meine Ex-Freundin gesungen hat einmal. Das war wirklich großartig, also im positiven Sinne. Und das andere war, als die Enkel, also die angeheirateten Enkel meines Vaters, also die Enkel seiner Frau, Renate, meiner Stiefmutter, die haben Sachen zitiert, die er immer zu ihnen gesagt hat, die ich auch aus meiner Kindheit kannte. Und da hat es mich dann schon arg geschmissen, muss ich sagen. Das war schon wirklich... Puh. Aber ansonsten hatte ich immer die Sorge, dass Leute zu mir sagen, warum weinst du nicht, warum trauerst du nicht, warum bist du so locker? Und dieser Vorwurf stand für mich zumindest immer im Raum, aber ich... Das war halt so. Und ich habe das auch nicht als... belastend empfunden. Ich habe es eher als belastend empfunden, dass Leute an mir rumnörgeln vielleicht und sagen, jetzt kannst du nicht mal. Haben sie das tatsächlich getan, ja, oder hast du das nur im Kopf? Nein, nein, also ich hatte es A im Kopf und B habe ich dann natürlich auch entsprechend begeistert reagiert, wenn es dann wirklich kam. Und natürlich kam. Aber es gab wenig Momente. Ja, ja, aber es gab sie. Es gab sie. Das finde ich immer interessant, dass wir so die Vorstellung haben, wenn jemand nicht weint, dann trauert die Person nicht. Ja, bizarr, oder? Und, das ist total irre, weil Trauer ist ja nicht nur Weinen. Trauer sind ja alle Gefühle, die durcheinander gehen. Und es gibt ja so Phasenmodelle, mit denen man eigentlich heute nicht mehr arbeitet, weil das so impliziert, Trauer, ist, also da hier ist der Tod, dann kommt Phase 1, 2, 3, 4 und dann ist wieder vorbei. Und also schlechte Nachricht, es ist nicht vorbei, gute nee. Nachricht, es funktioniert aber nicht in so einen Phasen, sondern es ist wie so, ich arbeite sehr gern mit dem Kaleidoskop der Trauer von Chris Paul, die hat das Trauerinstitut Deutschlands gegründet und ein Kaleidoskop ist ja quasi, man dreht das und da sind Teile drin, die sind beweglich und die fallen so durcheinander. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Facetten, da gibt es eine Facette, die heißt in Verbindung sein, da sucht man die Verbindung, auch mit einem Menschen, der gestorben ist, ja, wo ist er in meinem Herzen oder irgendwo anders und wie kann ich unsere Beziehung weiterleben, dass ich am Geburtstag vielleicht das Lieblingsessen koche. Das machen wir zum Beispiel, wenn meine Omi Geburtstag hat. Und dann gibt es eine Facette, die
heißt Überleben und die hat sie da reingepackt. Und das ist so dieses, wir müssen irgendwie weitermachen, wir müssen einen Alltag schaffen. Manche Menschen brauchen das ganz doll, dass sie auf dieser Überlebensfacette sind. Und das sieht dann von außen manchmal so aus, als gibt es da noch nicht so viele Gefühle. Das heißt aber nicht, dass das nicht ein Teil von Trauer ist, der auch Würdigung bedarf. Also das finde ich ganz wichtig. Ich habe das auch in meinem Trauercafé, da gibt es manchmal Leute, die dann sagen, ja, ich traue irgendwie ja noch gar nicht. Sag ich, doch, das tust du. Mhm. Habe ich auch, aber definitiv. Ich meine, ich weiß es ja, ich war dabei. Aber völlig anders. Und auch mit einer Form von, kann ich das Pragmatismus irgendwie nennen? Das klingt total blöd, nennen, aber nein, du kannst das nennen, wie du das möchtest, weil es ja deine blinde Ansicht ist. Also das, ja, wie es dir ergangen ist, so ist es dir ergangen. Das ist ja auch, es gibt ja auch nicht richtig und falsch Trauer. Genau darum geht es ja gerade, sondern es ist der individuelle Prozess. Und an euch beiden, Sophia und Tommy, jetzt gerade in der Situation wird ja auch schon auch deutlich, was da gute Kommunikation ist oder auch nicht. Also dir hat der Arzt in dem Fall dann genau das Richtige gezeigt. Tommy, bei Sophia, so klang es jetzt für mich, korrigiere mich bitte gerne, wenn ich es falsch gehört habe, war es aber eher so, egal was die erzählt haben, es war irgendwann nach 10 Tagen klar, das wird vielleicht dann doch nicht mehr gut. Ach so, nee, das war das Ende der 10 Tage, was gut. Der Arzt gesagt hat. Das hat bei mir schon genauso geholfen. Also okay, der hat das großartig gemacht. Aber ich habe die 10 Tage nicht so empfunden. Ich war nur dankbar für die 10 Tage, die ich vorher hatte. Ja, und das habe ich jetzt nicht zwangsläufig so empfunden. Nicht, dass es für mich direkt eine Qual, natürlich auf eine Art schon, gar keine Frage. Logisch. Aber nicht, dass ich es jetzt im Nachhinein als positiv empfinden würde, diese 10 Tage. Das kann ich ehrlich gesagt so nicht sagen. Aber siehst du halt, also das ist halt es, sehr, erstaunlich, sehr, sehr, sehr individuell, sehr, sehr. Also bis zum Tod hin, das Akzeptieren des Todes, das ist das eine. Also jemand ist jemand gestorben und dann geht es um die Trauer und um die Trauerbewältigung. Und soll man jemals aufhören zu trauern oder heißt Trauer nur, dass man emotional sich negativ getönt fühlt oder hat man weiter den Kontakt zu verstorbenen Menschen, wie man das auch immer für sich haben möchte? Also all das ist ja individuell und da halte ich es immer mit meinem einfachen Credo, jeder soll das tun, was ihm gut tut und nicht das, was andere Menschen ihm erzählen, was ihm gut tut. Das muss jeder finden. Und in so einem speziellen Fall ist es natürlich gut, wenn es dann kompetente Menschen gibt, so wie Sarah, die mit Modellen arbeitet oder Sophia, die eine Sendung anbietet, wo dann jeder zumindest mal sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, wenn er es dann möchte und einfach verschiedene Ansätze zu dem Thema hören kann. Und dann kann man gucken, wo findet man sich wieder oder auch nicht. Ich glaube, dass wir ein tief menschliches Bedürfnis danach haben, Dinge zu verstehen und auch zu kontrollieren. Und der Tod ist ja die ultimative Ohnmachtserfahrung. Und ich erlebe das ganz oft, dass gerade wenn Menschen trauern, die das irgendwie messen wollen. Also ich erlebe es ganz oft in Gruppen, dass dann geguckt wird, welcher Todesfall ist der schlimmste, ist das schlimmer. Wenn ein Kind stirbt, ist das schlimmer. Wenn eine Oma stirbt, ist das schlimmer. Wenn ein Partner stirbt, müssen wir so und so viele Jahre verheiratet sein oder reichen schon so und so viel. Und ich glaube, das ist dann immer so eine Weile gehen und irgendwann kommen wir dann aber drauf, dass es eben deshalb so schwierig und so quälend ist mit der Trauer, weil wir es nicht messen können. Weil wenn ich etwas messen kann, dann kann ich es kontrollieren. Wenn ich sagen kann, ja, sie war ja schon 90 Jahre alt und sie haben ja glücklich gelebt, das ist jetzt bestimmt nicht so schlimm wie keine Ahnung, ne, eine 26-jährige Frau, die ihr ganzes Leben noch vorher hat, dann kann ich das messen. Und in dem Moment, wo ich was messen kann, habe ich Kontrolle über was. Aber anzuerkennen, dass ich es nicht messen kann, dass ich diesen Gefühlen und allem, was da auf mich zukommt, hilflos ausgeliefert bin, das ist, glaube ich, was, was wir ganz, ganz schwer aushalten können. Aber genau dieses Gefühl, das messen zu wollen und genau diese Beispiele, war es eine junge Frau oder ein Kind oder ein älterer Mensch, der ein ganz langes, erfülltes Leben gehabt hat, das ist so menschlich und auch in unserem Erzählen verankert, weil eben diese ganzen modernen Sagen ganz oft davon handeln, dass eben eine junge Frau stirbt und dann eben als Geist wiederkommt. Oder dass ein Mensch, der im Leben sozusagen seine Aufgabe nicht erfüllt hat oder etwas nicht zu Ende gebracht hat, aus dem Jenseits nochmal versucht, mit uns zu kommunizieren und dann eben eine bestimmte Frage noch zu lösen oder vielleicht sogar das Verbrechen an der eigenen Person aufzuklären. Das sind zutiefst menschliche Motive, die uns durch die Kulturgeschichte begleiten und je nach sozusagen gesellschaftlichem Fortschritt einfach nur das Gewand ändern und insofern uns eben als
ein und dasselbe Motiv in ganz unterschiedlichen äußeren Formen begleiten. Also das wird auch nicht weggehen. Diese Beschäftigung mit dem Jenseits und mit der Möglichkeit, dass da vielleicht noch was ist oder eben auch nicht. Und können wir mit den Menschen noch irgendwie kommunizieren oder wie auch immer. Mhm. Es gibt ganze Zweige von man kann schon fast sagen, ich will es nicht Geschäft nennen, aber Vorgehensweisen, die genau darauf abzielen, diese Frage zu klären, ob da noch eine Kommunikation möglich ist mit jemandem, der verstorben ist. Und das hat weniger mit den Verstorbenen zu tun, als mit der Art und Weise, wie wir Lebenden mit dem Tod umgehen. Das ist aber so fest in uns verankert, dass man darüber reden könnte, bis der Mund in Fetzen hängt und es würde trotzdem nicht weggehen. Das heißt also, wir müssen uns einfach mit diesen Mechanismen, mit unserer Art zu denken auseinandersetzen und das verstehen, warum das so ist und dass das nicht weggeht. Das hilft schon ein bisschen, weil was anderes bleibt uns gar nicht über. Ja, also die Einzige, die kein Problem hätte, wenn der Mund uns in Fetzen runterhängt, ist Lydia. Die sieht das ganz entspannt. Und das war meine wahnsinnig elegante, geht so, Überleitung zu deinem Requisitenhaufen, den du hinter dir aufgebaut hast, den ich, bevor diese Sendung irgendwann endet, unbedingt noch gesehen haben möchte. Lydia. Oh, ich habe da so viele Themenslots. Also fangen wir doch mal an mit Polen. Also zunächst einmal rege ich alle an, wenn Sie ein grobes Bild von dem polnischen Umgang mit Trauerkultur haben möchten, bei Google Bildersuche kurz mal polnischer Friedhof einzugeben. Okay. Dann habt ihr direkt ein grobes Bild davon, dass sich das sehr unterscheidet von Friedhöfen, die wir hier kennen, sehr deutlich. Die sind so eng beieinander, dass man halt so super schmale Wege hat, wo man zwischen diesen Gräbern läuft. Mhm. Und nicht nur an Allerheiligen, sondern immer sind die halt geschmückt mit umfassenden Plastikblumen und Kerzen und schlichteste Modell einer Kerze, die man auf einem polnischen Grab finden würde. Also das absolut schlichteste ist das hier. Okay, das ist im Vergleich zu dem, was bei uns im DM und Rossmann steht, schon sehr schmuck. Ja, genau. Ist genau nämlich, so, dass, mit so einem Ritterhelm drauf. Das ist aber jetzt noch echtes Glas, ja? Ist das echtes Glas oder Plastik? Oh ja, ja, ja. Oh ja, nein, nein. Die sind immer aus echtem Glas. Und es gibt auch Elektrovarianten da drin, aber das ist jetzt eine Wachsvariante. Und an jedem Friedhof sind halt so jeden Tag, zu jeder Tageszeit, so Stände mit so ganz vielen Plastikblumen und ganz vielen Kerzen. Und wie gesagt, das ist jetzt das schlichte Modell. Dann gehen wir mal weiter zu jede Farbe, die ihr euch ausdenken könnt, ist auch erlaubt. Ne? Also hier jetzt nochmal ein bisschen farbenfroh. Und die hast du normalerweise im Westflügel stehen, wo du so ein... Ich habe einen Mausoleum Schrank mit den polnischen, genau, mit den polnischen Grabkerzen. Möchten wir das wissen? Ist der polnische Friedhof in Lydias Anwesen ist ein Westflügel. Aber das ist total stimmungsvoll im Bad oder so. Ja. Ich finde das total cool. Ich finde die auch wunderschön und weißt du, ehrlich, meine Verwandten fanden das immer nicht. Ja, doch. Was? Wenn du so einen Bart nimmst, so können wir ganz kurz dabei. Ich weiß, was ich euch nächstes Mal mitbringe aus dem Polenurlaub. Ich freue mich so. Also. Und wie gesagt, also damit geht es weiter. Und meine Verwandten fanden es nicht so cool, weil die verstehen nicht, warum ich die in der Wohnung habe. Weil niemand in Polen hat sowas in der Wohnung, weil das ist halt nochmal Friedhofsdeko. Okay. Aber ich finde die halt sehr schick. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Glitzervarianten mit Glitzerherz und Rose, so richtig schön. Ja, ich weiß, das ist schon für Deutsche zu kitschig. Ich mache die schlichte Variante. Dieser Deckel da am Wochenende erst anhören, dass also Friedhöfe eigentlich überall außerhalb von Norddeutschland eigentlich überall viel zu kitschig sind. Also, ach stimmt, das hast du erzählt. Ja, was war da? Ja. Da hat sich jemand beschwert. Ernsthaftigkeit? Ja, über die inzwischen auch in Norddeutschland auf Friedhöfen gelegentlich auftauchenden Putten auf Grabsteinen. Die nicht, nein, ernsthaft, keine Plastikblumen. Nicht ernsthaft genug waren. Das hier, schau mal. Ja, das hier ist cool. Eine übliche, Entschuldigung. Aber das ist doch eine Elfe. Das ist irgendwie so, oder so eine Blumenfee. Sowas stellt man auch durchaus mal auf ein Kindergrab, aber auch auf andere Gräber. Also sowas steht auf polnischen Gräbern durchaus. Und Lydia, steht das nur auf Gräbern? Also dieses Modell? Also das Ding hier könnte man sich auch in den Garten stellen. Aber sowas findet man auf jeden Fall auch auf den Gräbern. Und bedeuten diese Farben was? Also weil du jetzt, also bei uns, also meinem Empfinden nach sind bei uns Grablichter immer rot. Hm. Genau, deswegen, also es ist einfach, es gibt auch gelbe. In Polen mag man es bunt. Und aber das bedeutet nichts, es ist einfach nur schick. Ha, was ist denn das? Hast du eine Urne in deinem Zimmer?
Genau. Das ist nicht eine Urne, es ist aber eine Grabkerze der etwas größeren Variante. Das soll eine Sanduhr. Da ist das Absicht, aber dass das aussieht wie das eine Sanduhr? Ich stell mal vor, ich hätte da eine Urne und ich könnte dann meinen Vater immer so durchrieseln lassen. Ja, es sieht so ein bisschen nach, die Zeit ist langsam abgelaufen. Ja, das war eine Sanduhr. Ja, aber das ist egal. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, drehe ich es einfach wieder rum. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine ganz normale polnische Grabkerze. Es gibt also wirklich in allen Größen, wie man sieht, und in allen Farben und in vielen verschiedenen schönen Formen. Aber auf jedem Grab muss auch dazu ein Plastikblumenstrauß, weil die halten dann länger. Und es wird dann auch einfach, jedes Mal, wenn man hingeht, werden die Plastikblumen, wenn sie schmutzig sind, weggeworfen und neue Plastikblumen gekauft. Das ist nicht sehr umweltbewusst, ja, ich weiß. Aber deswegen, wenn du vor einem polnischen Friedhof stehst, wie gesagt, wenn ihr jetzt bei Google Bildersuche polnische Friedhöfe guckt, dann versteht ihr schon das Prinzip. Da seht ihr ganz viele Fotos mit unendlich viel Plastikblumen und dieser Art von Kerzen. Aber es ist, es ist auch so, wenn man sich die Fotos anguckt, ganz viel Grabplatten, so erhöhte Gräber mit Grabplatten und dann die Plastikblumen da drauf, ist jetzt nicht sehr arbeitsaufwendig. Also es ist jetzt nicht so, dass man da zweimal die Woche hingehen und die Blumen gießen muss im Sommer. Gut, dass du das sagst. Verrückterweise gehen aber die polnischen Angehörigen durchaus häufiger mal als meiner zumindest subjektiven Empfindungen nach in deutschen Familien dahin. Also schon nicht nur an Allerheiligen, weil hier kenne ich das eher so, an Allerheiligen geht mal hin und putzt alles und macht schön die Kerzen auf. Natürlich gehen viele Familien auch häufiger als nur Allerheiligen, aber Allerheiligen putzt man es raus. Und in Polen machen das viele Familien häufiger als nur an Allerheiligen. Und an Allerheiligen ist aber dann so richtig krass. Also an Allerheiligen in Polen auf den Friedhof gehen, da gibt es ein Bild, sehe ich bei Google Bildersuche, wie es im Dunkeln aussieht, ist schon krass. Also da werden die Kerzen natürlich so richtig aufgefahren. Blinken aber die dann auch Fall, und so? Und so wie an diese verrückten Weihnachtsdekos da? Es gibt auch blinkende. Ich habe ja mal in irgendeiner Sendung, habe ich doch mal Disco Maria gezeigt. Ja, ne? Genau. Disco Maria ist ja eigentlich auch etwas, was man auf normales polnisches Grab stellen würde. Also eine Plastik Maria, die blinkt. Es gibt nichts, was da zu kitschig wäre. Nein. Also von daher, es ist kommt ja nicht ins Bad. Nein, Disco Maria kommt nicht ins Bad. Das Bizarre ist, dass gerade du, die du vorhin sehr deutlich gemacht hast, dass du ein pragmatisches Verhältnis dazu hast, dein Westflügel voller Emotionskitsch ist. Aber das ist für mich eben kein Widerspruch. Natürlich irgendwie nicht. Nein, für uns auch nicht. Um Gottes Willen. Aber the point ist, für mich ist das eher ein Ausdruck. Und da werden wir vielleicht Überleitung zum Gruftitum, wobei die meisten Polen mit Gruftis auch nichts anfangen können. Aber ist eine andere Geschichte, da die sollten wir jetzt vielleicht nicht vertiefen. Was? Was? Brennen vielleicht. Ja. Nein. Wie auch immer. Ich bin aus dem Konzept. Nein, der Point ist, der Umgang ist natürlich mit dem Tod, wenn man jetzt eben der Gothic- oder Grufti-Subkultur sich zugehörig fühlt. Grufti war ja früher eher eine Beleidigung, die dann zu einer selbstironischen Selbstbezeichnung wurde. Basically ist ja der Umgang, dass man sagt, anstatt es zu ignorieren, dass es auch Trauer und Tod gibt, nimmt man es als Teil des Lebens. Und kann dadurch natürlich auch viel bewusster leben. Oder feiert es regelrecht, oder? Also ich meine, ich glaube nicht. Mein subjektiver Eindruck ist nicht, dass man den Tod feiert, sondern dass man eher das Leben dadurch feiert, dass man den Tod nicht ausklammert, sondern als einen Aspekt der Endlichkeit sieht und Endlichkeit impliziert, dass man ja das, was man hat, auch genießen soll. Und ich sehe hier subjektiv Bezüge, ich bin keine Kulturwissenschaftlerin, zu dem Umgang, den man eben in Mexiko sieht. Und deswegen finde ich auch sehr interessant, in Deutschland ist das ja in den letzten Jahren so ein bisschen bekannter geworden, dieses Day of the Dead Phänomen, das im mexikanischen Kulturraum ja ganz normal ist, dass man da also ein paar Tage lang um Allerheiligen rum auf den Friedhof geht und eben auch aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen kitschig dekoriert und dann dort offenbar auch der Ansatz ist zu sagen, dass man den Tod als einen Teil des Lebens mit aufnimmt. Das gilt zwar auf die religiöse Überzeugung scheinbar zurück, dass man dann an diesem Tag nochmal mit den Verstorbenen an die denkt und die so bei sich empfindet. Ja, dass die mitfeiern im Sinne von, dass die nicht komplett weg sind und man ihrer gedenkt, was ja irgendwie eine schöne Sache ist auch. Aber auf jeden Fall, anstatt eben zu ignorieren, den Tod einfach zu sagen, wir nehmen es als einen Teil der Existenz und gehen damit künstlerisch um. Und das künstlerische Umgehen, wieder zurück zur Grufti-Subkultur, ist ja genau das, dass man künstlerisch die Dinge sozusagen annimmt. Und Kunst ist ja auch eine Verarbeitungsform von Dingen. Also in Kunst werden ja viele Emotionen und viele Themen ja auch verarbeitet. Und ich denke, dass der künstlerische Umgang eigentlich der Punkt ist. Deswegen habe ich zum Beispiel hier, das ist eine Figur, die angelehnt ist an dem Day of the Dead,
Und ich habe hier zum Beispiel ein Figürchen, das sicherlich auch inspiriert ist von dem mexikanischen Day of the Dead, aber gleichzeitig in so Grufti-Subkulturkreisen auch eine beliebte Dekofigur wäre. Und sicherlich kein Zufall, dass der Day of the Dead auch vieles dahingehend inspiriert an ästhetischen Sachen. Und es gibt hier zum Beispiel so ein nettes Buch, ich weiß nicht, ob ich darauf schon mal hingewiesen habe. Nein. Also das schöne Leben der Toten vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende. Da wird auch nochmal so ein bisschen eben vom Day of the Dead inspiriert berichtet. Also, ich finde das sehr hilfreich zu sagen, der Tod macht mir keine Angst, aber ich sehe das einfach als Teil der Existenz, deswegen auch künstlerischer Umgang damit und damit auch, aber trotzdem die Implikation, mach das Beste draus, was du hast, das Leben ist endlich, aber solange du das Leben hast, ist es wunderschön. Oder so. Mein Eindruck. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Gothic-Ästhetik. Du hast ja auch schon angesprochen, dass damit ein künstlerischer Umgang in der Szene und eine gewisse Ästhetik verbunden ist. Und einiges von dieser Ästhetik stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und auch da schwingt wieder eine andere Art, mit dem Tod umzugehen mit. Und das passte eigentlich wunderbar zu dem, was du gesagt hast, den Tod einfach als Teil der Existenz, Teil des Lebens akzeptieren. Ja. Ich möchte in dem Zusammenhang erinnern an die Tradition im 19. Jahrhundert, Fotos mit Verstorbenen zu machen. Also wenn die Familie sozusagen in dem Augenblick, wo die Fotografie als Medium aufkommt, noch einmal ein Foto wirklich mit allen zusammen und dem Verstorbenen ganz kurz, Alexa, habt ihr bei euch im Raum irgendetwas, was Geräusche macht? Weil ich vielleicht der Lüfter. Weil Zoom, nämlich, also man versteht dich, aber es klingt ein bisschen wie Cher. Do you believe it in love? Wollte ich schon immer mal machen. Wollte ich schon immer mal machen. Aber es ist auch ein bisschen cool. Aber man versteht dich. Entschuldige, dass ich unterbrach. Ich dachte, man könnte was ändern. Also wenn ich singen soll, sag es, aber ich mach's nicht. Okay. Entschuldige, ich wollte nur sicher gehen, ob man vielleicht irgendwas ändern kann. Ich darf zu Tommy auf gar keinen Fall sagen, wenn ich singen soll. Dann. Ich bin Trubadix, genau. Nein, du wirst nicht singen. Nein, ich singe nicht. Okay. Ich habe dich irgendwo unterbrochen, jetzt bist du komplett raus wahrscheinlich, oder? Nö, genau, also die Fotografie kommt auf als Medium und es werden die Verstorbenen mit auf das Familienporträt gesetzt, gestellt, wie auch immer. Es gibt regelrechte Vorrichtungen, die dafür sorgen, dass der oder die Verstorbene. Ach so, nicht aus dem Kopf kann. Oder so, sondern nein. Man nimmt die. Nein, buchstäblich und physisch, sehr, sehr physisch. Ob das nun ein Kind ist oder eine erwachsene Person, die sitzt oder steht oder wie auch immer mit auf dem Familienporträt und ist so noch im Tod Teil der Familie. Und das ist eine ganz andere Art der Erinnerungskultur, als wir sie heute haben, wo der Tod sozusagen marginalisiert wird oft, woanders stattfindet und dann für die Familie eben die Trauerarbeit bleibt. Aber sozusagen der Verstorbene dann schon längst nicht mehr physisch greifbar ist. Aber es kommt Teil der Familie. Das tatsächlich. Ja? Was, es kommt wieder? Spannend. Ja, also das ist tatsächlich, also ich habe mich damit viel beschäftigt, mit Postmortem-Fotografie. Und das ist heute nicht mehr so notwendig, weil man ja auch Bilder hat, wo sie gelebt haben. Also es gibt deshalb viele Kinder und Babys in Postmortem-Fotografie, weil das die letzte Möglichkeit war, von denen ein Foto zu machen. Und das war teuer und das hat man eben nicht gemacht bei kleinen, lebendigen Kindern. Und tatsächlich ermutigen wir die Zugehörigen auch und sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr ein Foto machen. Und das passiert oft, das wird oft gemacht, auch mit den Lebenden zusammen drauf, dass man nochmal sieht, da war eine Verbindung. Also wenn man zum Beispiel jemanden angezogen hat, liebevoll in den Sarg gelegt hat, dass die sich dann auch erinnern an diesen Tag, oder dass die sagen, ich will da noch mal ein Bild machen von dem, was ich hier gerade getan habe. Und das ist nicht so abwegig, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Also ich glaube, da kommt auch ein bisschen was zurück. Kommt es vor, dass auch Kinder sozusagen mit dem verstorbenen Kind dann zusammen auf dem Foto sind? Weil ich habe mich bei diesen Fotos am meisten gefragt, wie ist das für einen vierjährigen Jungen, der auf einmal auf einem Foto mit einem verstorbenen Geschwisterchen posieren soll? Also da frage ich mich dann schon, wie kommuniziert man das? Wie spricht man darüber? Wie macht man das? Und was macht das mit dem Kind? Also das finde ich schon so ein bisschen... So, man zerrt doch das Kind nicht einfach rüber ins Zimmer und sagt, wir machen jetzt mal ein Foto, sondern wenn das Kind Abschied nimmt von seinem toten Geschwisterchen und dabei sitzt. Und ja, heute vielleicht nicht, damals weiß ich halt nicht mehr. Ja, damals war das ja ein Riesenakt mit dem Foto. Ja.
Also da muss man halt stillsitzen, das stimmt schon. Also diese, es gibt aber, da muss ich auch sagen, es gibt ja da auch sehr, sehr viele Fake-Bilder. Also gerade das mit diesen Apparaturen ist teilweise auch nicht, weil da Leute stehen, die fallen nämlich dann um, die sind teilweise ganz fragil, diese Apparaturen, sondern weil man für die lange Expositionszeit der Kamera sowieso stillstehen muss. Sowieso, ja, genau. Und da gab, der Fotograf ja. hatte so einen Ring, wo man so am Kopf, genau. hat, damit man ganz still hält. Nicht. Und es gibt sehr viele Bilder, die also als Fake-Postmortem-Bilder im Internet gelabelt werden, wo Leute in diesen Apparaturen hängen, die aber, wenn die wirklich tot wären würden, sofort umkippen würden, weil die Muskelspannung überhaupt nicht aus. Also es gibt ganz viele so historische Bilder, gerade aus dem sogenannten Wilden Westen, ja, genau. wo Leute fotografiert wurden, wo du dann denkst, was ist denn mit denen? Die haben die Augen weit aufgerissen und haben eine total unnatürliche Körperhaltung und denkst, sind die irgendwie erschrocken oder was auch immer? Aber es war tatsächlich, weil der Fotograf gesagt hat, sie müssen ihre Augen aufhalten und zwar sehr, sehr lang, bitte nicht blinzeln, nicht genau. bewegen. Und wenn Leute dann aber einen Körperteil dann doch bewegen im Moment dieser sehr langen Belichtung, dann verwischt das so und das gibt ja. dann auch wieder so seltsame Effekte, wo du denkst, ein Geist steht hinter ihm, der winkt und all dieses bizarre Zeug. Das hängt ja auch mit der Entstehung des Mediums Fotografie zusammen, dass es in der Entstehungszeit eben gleichwertig mit einem Kunstwerk zu sehen ist. Also so wie der Maler sein Bild malt, so erstellt der Fotograf sein Foto, dauert wahrscheinlich auch ähnlich lange oder nicht sehr viel kürzer. Und insofern ist da die Unterscheidung zwischen, ich fotografiere jetzt Realität, weil sie so ist, und ich schaffe ein Kunstwerk, das eine bestimmte Ästhetik hat, gar nicht so groß, wie wir das heute sehen würden. Also journalistische Fotoaufnahmen sind das sicherlich nicht, was da zu sehen ist. Ja, stimmt, so habe ich das noch nie betrachtet. Das also, das, also da gibt es auch eine Analogie dazu im Film, dass ja sehr, sehr lange Zeit wurde das ja mit der Hand gekurbelt. Sowohl die Kamera als auch die Projektion. Und Charlie Chaplin zum Beispiel hatte bei seinen Premieren eine Person, wo er gesagt hat, dieser Mensch kurbelt bei der Premiere meine Filme am besten. Cool, echt? Ja, weil es nämlich nicht darum ging, weil es nicht darum ging, gleichmäßig zu kurbeln, sondern es ging darum, wenn Slapstick passiert, einen Hauch schneller, aber nicht zu schnell. Und wenn irgendwas Emotionales ist, vielleicht dann doch etwas langsamer zu werden und dann wieder schneller zu werden. Und das im Einklang mit dem Dirigenten, mit dem der Mann sich mental sozusagen verstehen musste, damit das dann letztlich dann doch wieder eine gewisse Synchronität hat. Also definitiv Totalkunst. Und daher schön. Kommt auch, wenn ich das ganz kurz noch abnörden darf, weil ich sonst explodiere, dieser Effekt, dass man heutzutage oft denkt, dass Filme aus dieser Zeit so wahnsinnig schnell abzulaufen haben. Das stimmt überhaupt nicht. Also Buster Keaton zum Beispiel wollte, dass das möglichst gleichmäßig ist. Nur da die Filme damals mit 16 bis 21 Bildern im Schnitt vorgeführt wurden und man dann im Fernsehen das einfach irgendwie abspielen musste, genormt, hat man sich für 24 Bilder entschieden und plötzlich liefen diese ganzen alten Filme viel zu schnell. Okay. Das ist aber falsch. Cool, habe ich was Neues. So. Nee, das ich bin so froh, dass ich das endlich mal. Ich finde es tatsächlich, so eine Bilder, also so eine Postmortem-Bilder, die finde ich, haben teilweise eine ganz große Schönheit. Und ich finde es sehr schade, dass das so vercreept wird. Na, wenn man das im Netz eingibt oder es gibt auch so YouTube-Videos, wo Leute so eine Bilder zeigen, da kommt dann entsetzlich schaurige Musik und dann mal so, und da ist jetzt was. Und das sind ganz oft Bilder, die mit ganz großer Liebe gemacht wurden. Und das finde ich total schade, dass das da oft nicht vorkommt. Es gibt doch diesen Film The Others mit Nicole Kidman irgendwie, wo das war der dramatische Knoten, dass diese Menschen auf diesen Bildern alle tot waren. Und ich fand das total schade, weil wenn man ein Foto von einem Verstorbenen zeigt und man sagt vorher, der Mensch ist tot, dann haben Leute vorher schon so viel Schiss, sich das Bild anzugucken und sie würden vielleicht das gar nicht, es würde ihnen gar nicht so auffallen. Ja? Also es gibt unheimlich viele Bilder von toten Babys, von Eltern, die ihre toten Kinder nochmal im Arm haben und da sieht man vor allen Dingen ganz viel Liebe auf diesen Bildern. Deshalb finde ich das echt schade, dass die so unter irgendwie creepy, weißt du, was Leute machen, laufen. Und du hast jetzt allen Leuten, die diesen Film sehen wollten, den Schluss verraten, aber hey, das war alles. Ja, bitte Spoiler, du schon bisschen älter. Ist lang genug her. Der Thunder 1977, ich habe den Chat so vernachlässigt. Ich habe einen Witz von Caspar David Niedlich vorgelesen und das war's. Tut mir so leid. Ein bisschen. Hat er noch mehr Witze geschrieben? Nicht nur das, also du musst den Chat nachher lesen. Es sind vor allem sehr viel rührende Dinge dabei. Thunder 1977 schreibt: Ist das nicht auch eine Tradition, dass Angehörige der Leute, die im Wiener Bleikeller beigesetzt sind, die Toten zu bestimmten Feiertagen besuchen und auch festlich anziehen? Fragezeichen. Zur Erklärung, im Bleikeller herrscht ein Klima, was eine natürliche Mumifizierung hervorruft. Hat jemand von euch davon jemals gehört?
Das müsste jetzt der Martin wahrscheinlich. Ja, die Lydia geht kurz in ihren eigenen Bleikeller. Doch, also die im Bleikeller, das ist doch alles schon, die liegen doch schon ewig, oder? Ja, 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 die liegen da schon ewig. Eine natürliche Munifizierung. Wer kommt die anziehen? Da kommt die Angehörigen. Aber wenn die schon ewig da liegen, dann sind die... Nee, aber durch die natürliche Mumifizierung sind sie sozusagen... Ja, die Angehörigen. Ja, aber Generationen zurück. Also wie viele Angehörige zurückkommen da? Also, ja. Lydia, hast du das Buch über den Wiener Bleikeller gefunden? Leider nicht, aber es gibt ein, wie ich finde, sehr respektvolles Buch zum Thema Postmortem-Fotografie. Beyond the Dark Veil, stimmt's? That's the book. Wundervoll. Da stehen im Regal, das ist ein sehr schönes Buch, ja. Es ist so ein schönes Buch und es sind auch Hintergrundinformationen. Es hat auch so einen goldenen Einband und da sind ja wirklich eben die Bilder auch wirklich respektvoll und mit kleinen Hintergrundinformationen. Das ist wirklich ein schönes Buch zu diesem Thema, was eben nicht so, so horror-creepy ist wie manche dieser Internetseiten, sondern wirklich irgendwie respektvoll. Und deswegen finde ich das auch schön. Und ich wollte noch sagen, zum Thema Postmortem-Fotografie, mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja schon erwähnt, dass Menschen aufzubahren, meiner Erfahrung nach im polnischen Kulturkreis bis in jüngste Vergangenheit, wahrscheinlich auch bis heute, jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Und da dachte ich gerade, ich habe meinen Großvater auch in dem Sarg fotografiert. Das ist überhaupt, ich habe auch ein Foto von einem engen Verwandten vor relativ kurzer Zeit zugesandt bekommen, weil das ist so, wenn nicht alle dann in das jeweilige Land rüberfahren können, um an der Beerdigung teilzunehmen, dann freuen die sich über das Foto. Und das ist etwas, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass man das jetzt vielleicht aus dem deutschen Kulturkreis betrachtet, spooky finden könnte. Also es war so ganz normal. Natürlich mache ich ein Foto schön von dem Sarg mit meinem Opa und dann die Verwandten, die nicht teilnehmen konnten, die bekommen dann wenigstens nochmal das Bild. Und das ist überhaupt nichts, was creepy wirkt, aus eben dieser kulturellen Perspektive. Eigentlich spannend. Lydia, würdest du sagen, also weil es ist ja schon Beerdigung und Friedhöfe und überhaupt der Umgang damit, also auch mit der Aufbauung, ganz anders in Polen, wird auch anders getrauert? Das ist eine gute Frage. Jetzt muss man sagen, dass der Katholizismus ist natürlich ein wichtiger Faktor, denn viele, natürlich nicht alle, auch in meiner Familie sind jetzt nicht alle wirklich überzeugt religiös, aber natürlich ist es verbreiteter. Und ich glaube, wenn du eine religiöse Überzeugung hast, dann prägt die auch einen Umgang mit dem Tod, wenn du davon ausgehst, dass derjenige im Jenseits ist. Ja, und du gehst in die Kirche und machst die Kerze an und betest für die Seele. Ist ein anderer Umgang, als wenn du so wie ich atheistisch bist und davon ausgehst, dass da nichts mehr ist und dass du eher auf eine emotionale Art mit Trauer umgehst. Ne? Aber als auf grundsätzlich heißt das also ja. Es ist eine andere Art und es ist eine etwas... Religiöser eben. Ja, aber auch. Religiöser, aber vor allem auch, größer, vielleicht auch, weil. Sichtbarer. Genau, ich wollte sagen, dass die Friedhöfe, ich habe ja schon erwähnt, auf Friedhöfe zu gehen und sie zu pflegen, ist meiner subjektiven Beobachtung nach dort sehr viel verbreiteter. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wenn du schon von dem Versterben, dass es normal ist, dich von dem Leichnam, ich nenne es mal so, zu verabschieden und du weißt, wie das aussieht und dann gehst du auch oft zum Friedhof, dann klammerst du das natürlich nicht so sehr aus dem Leben aus, wie das, was ich hier häufiger beobachte, dass wenn ich Leute frage, wann warst du das letzte Mal auf dem Grab deiner Großeltern, keine Ahnung, bei deren Beerdigung vor 10 Jahren. Ich glaube, der Umgang ist schon ein anderer. Also wahrscheinlich muss man das gesamt betrachten. Vielleicht ist deswegen auch, habe noch nie drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch ein Hintergrund ist, warum ich mit dem Tod weniger emotional negative Berührungspunkte habe, weil es so präsent war. So weit weg war kulturell schon. Es war kulturell ganz normal, mit dem Tod auf eine solche Art umzugehen und eben nicht es auszuklammern völlig. Ja. Ich finde es so spannend, weil ja Menschen so individuell trauern und so unterschiedliche Sachen brauchen und dann ist es aber doch in jedem Land irgendwie so irgendwas üblich, was halt für eine gewisse Anzahl von Personen genau richtig ist, aber für ganz viele eben nicht. Und ich weiß nicht, Sarah, ob du das weißt, gibt es denn Länder, wo so alles möglich ist beim Trauern? Also wo so... Was meinst du denn? Naja, nichts üblich ist. Wo man nicht das Gefühl hat, wie jetzt Tommy, es ist nicht okay, wenn ich nicht weine. Oder also wo irgendwie jeder...
mit seiner individuellen Trauer sein kann, wie er mag und das keiner komisch findet, gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist eine sehr spannende Frage. Also es gibt verschiedene Traditionen, aber ob da, ich glaube, wenn irgendwas okay ist, dann ist das andere wieder nicht okay. Also es gibt auch Traditionen, da darf man nicht weinen, damit man den, oder sollte man nicht weinen, damit man den Toten nicht stört, also in vielen buddhistischen Ländern zum Beispiel, damit der Tote das leichter hat, quasi den Körper zu verlassen. Dann gibt es Länder, da wird ganz laut und doll geweint, da gehört das dazu, egal ob man sich so fühlt emotional, dass man weinen will oder nicht. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht von einer Gegend, wo alles, keine Ahnung. Schade. Es ist ja kaum etwas so ritualisiert und durchsetzt von festgefügten Abläufen wie der Tod. Und insofern hast du natürlich immer dieses Spannungsfeld zwischen individueller Trauer und gemeinschaftlicher Trauer, zwischen Traditionen und Bräuchen und den Menschen, die vielleicht eher Dinge selber mit sich abmachen. Mhm. Und natürlich verändern sich auch diese Bräuche, diese Rituale im Laufe der Zeit. Und dann kommt natürlich noch der Punkt der Religion dazu, der eine wichtige Rolle spielt. Aber du hast halt immer eine gemeinsame Bewältigungsstrategie, der auch Genüge getan werden muss. Das heißt also, es ist ein Gemeinschaftserlebnis und es müssen gewisse Regeln eingehalten werden. Man kennt es aus vergangener Zeit und aus der Sagenbildung, wenn das nicht passiert, dann können schlimme Dinge geschehen. Ja, wenn aber man es ist ja auch okay. Einhält. Es ist ja auch okay. Ja, ja. Aber du hast natürlich trotzdem immer ganz unterschiedliche Menschen, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Und ob die dann mit diesen Ritualen, mit diesen Bräuchen im Einzelnen zurechtkommen, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt, weil es natürlich da ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt. Mhm. Aber man einigt sich trotzdem auf eine Art gemeinschaftlicher Bewältigungsstrategie. Ja. Erst. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja. Das ist einfach, da gibt es zwei Worte für. Nämlich? Ja, also da gibt es ja das Mourning, das ist dieses Gesellschaftliche, und dann gibt es das Grieving, das ist das Persönliche. Ja. So, und du hast Mourning Culture, also ne, trauert die Gesellschaft oder was gibt es da für Vorstellungen, und dann hast du das persönliche Grieving und das ist das Individuelle. Aber Trauer, Trauer braucht ja auch ein Gegenüber. Also du hast einmal das, deine eigenen Gefühle, und dann aber auch, wie du das ausdrückst. Also eine Trauerfeier, diese ganzen Rituale, die wir um Sterben, Tod und Trauer haben, die leben ja davon, dass es ein Gegenüber gibt. Jemand, der mit mir traurig ist, der meine Trauer begleitet, der bei mir ist. Und ich glaube, wir sind da ganz schnell in diesen Kontexten von gesellschaftlicher Trauer, das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Holm, du hattest einen Einwurf, bevor Alexa losgeht. Ich hatte eigentlich nur noch eine Anekdote zu dem Thema. In unterschiedlichen Regionen, und das jetzt ganz nicht nur auf Deutschland bezogen. Aber meine Familie stammt ja aus diesem erzlutherischen Umfeld in Norddeutschland, weswegen ich bei Bleikeller auch an den Bremer Bleikeller übrigens gedacht habe, nicht an den in Wien. Und deswegen, also das ist alles sehr, sehr alt da. Aber als meine Tante, die stammte aus Niederbayern und hat da hoch geheiratet, und fand immer extrem faszinierend so diese amerikanischen Südstaatenbeerdigungen, so mit Blaskapelle und man feiert seinen Weg zum Friedhof und tanzt und so weiter. Und als die also gestorben ist und in diesem wirklich herzlutherischen, auf diesem drögen Friedhof bestattet wurde. Es war halt alles so, wie es da oben halt gemacht wird. Und ganz am Ende, als der Sarg sich in Bewegung setzte, fing der Organist ganz leise an, "When the Saints Go Marching In" zu spielen. Leise und verschämt. Und dann kamen dir die Tränen. Aber wie schön, dass das überhaupt gemacht hat. Ich dachte, yo, Ellen, ein bisschen was hast du doch bewegt. Ist das toll. Ja. Aber ich kann mir das so gut vorstellen. Also das ist fast wie in einer Sitcom, wenn der dann so beschämt, weil jemand ihm gesagt hat, nein, wir wollen. Wir hatten ein paar Jahre vorher die Diskussion bei der Bestattung meiner Oma, weil meine Cousine, die das organisiert hat, darauf bestanden hat, dass auf der Beerdigung "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" gespielt wird, weil das ihr Lieblingskirchenlied war. Und der Pfarrer war also vollkommen entsetzt, weil er sagte, das kann man doch nicht auf einer Beerdigung spielen, das ist ein Frühlingslied. Doch.
Ah. Oh, das kann man sehr gut, bestimmt. Ja, man kann alles Mögliche auf einer Beerdigung. Aber für den Pfarrer war das so. Wir hatten in der entfernteren Verwandtschaft einen Fall, wo der Verstorbene sich gewünscht hat, dass über seinem Grab mit einem Korn angestoßen wird. Also, aber. Eine der schönsten Bestattungen, die ich gehabt habe, da hat die Familie die Urne selber eingesenkt und zugeschaufelt und Schokolade reingeworfen und Bier. Und wir haben Frank Zappa gehört und es gab Kuchen und Tee. Und dann haben sie eine Staude aus dem Garten da noch drauf gepflanzt. Und wir waren den halben Nachmittag dort am Grab und die durften es alles so machen, wie es für sie gepasst hat. Das war richtig. Das ist halt nicht überall so üblich. Ich weiß. Es ist ja für die, die noch da sind. Also, ja. Mhm. Ich finde das ganz absurd, dass Pfarrer, tatsächlich meistens sind das, glaube ich, wirklich Pfarrer, die dann sagen, dieses Lied können wir nicht nehmen. Also das ist, ich kenne also ganz viele tolle PfarrerInnen, denen das niemals einfallen würde. Und ich finde das immer, aber das ist halt, du hast recht, das ist ein Land-Stadt-Gefälle. Gefälle. Ich habe das tatsächlich auch schon erlebt. Das war ja auch noch ein Kirchenlied. Ja, wir müssen den Pfarrer fragen, ob wir das Lied spielen dürfen. Ich so, wieso müssen wir den Pfarrer fragen? Wieso kannst du einfach entscheiden? Nee, das können wir nicht entscheiden. Dann müssen wir den Pfarrer fragen. Das finde ich ganz absurd. Also da habe ich immer das Gefühl, ich bin im falschen Film. Ja. Mit der Kurbel, falsches Tempo. Ja, genau, falsches Tempo gekurbelt. Ja. Meine Fresse. Oh, was für ein Ritt heute. Oh, wirklich. Alter, oh, aber noch ganz kurz. Ja, reiß noch mal in eine völlig andere Richtung, bitte. Ich habe nämlich noch ein paar Notizen auf meinem Zettel. Zum Beispiel zum Thema regionale Unterschiede. Der Day of the Dead scheint auch zumindest das Video einer bekannten Kölner Band inspiriert zu haben, namens Casala, die wahrscheinlich niemand von euch kennt. Mhm. Die ist hier sehr bekannt. Und da gibt es das Lied Alle Gläser hoch, also Alle Gläser hoch. Mhm. Und das Video ist inspiriert davon und da ist ein Karnevalslied, das sozusagen auch derer gedenkt, die jetzt verstorben sind. Und selbst hier im Karneval wird also das Thema durchaus in diesem Lied zum Beispiel integriert, fand ich auch einen sehr sympathischen. Und das singen Leute tatsächlich in so einer Karnevalsputze? Das war ein Karnevalshit. Ihr könnt gerne mal von Casala alle Gläser hu mal eingeben. Und dein Kölsch ist wirklich brillant. Dein Kölsch ist spitze. Ich weiß, mein Kölsch ist so hart, wie wenn ich Polnisch rede, habe ich den härtesten deutschen Akzent. Die denken alle, ich wäre irgendwie so eine Schauspielerin, die einen deutschen Akzent persifliert, wenn ich Polnisch rede. Also von daher, ich und Akzente ist ein anderes Thema. Weiter in deinen Notizen, sonst wird das heute nichts mehr. Genau, dann zum Thema Gothic. Es gibt hier dieses Uppsala, sehr schöne Werk. Und so Kellerkinder. Ja, wir Kellerkinder, every day is Halloween, sieht man das? Ja, das ist ein Coffee Table Book. Okay. Ja, es ist ein Coffee Table. Es ist groß, also wir Kellerkinder, wow. Und da durfte man sich verewigen, also man konnte hinschreiben und dann bekam man halt die Möglichkeit, sich selbst da als Wimmelfigur zu verewigen. Hier ist zum Beispiel ein Bild von Sebastian und mir in diesem Buch. So, und da sieht man halt auch viele Leute, die halt dementsprechend mit der Gothic-Ästhetik eben zu sehen sind, ist angelehnt an das WGT, an das Wave Gothic-Treffen. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich finde nicht, dass man als Gothic den Tod feiert, weil ich habe eher den Eindruck, gerade wenn man die Festivals betrachtet, dass man ja eben eher das Leben und umarmt, indem man sagt, der Tod und das Leben muss man einfach beides sehen und eben so habe ich das immer interpretiert, nur wenn das man, Beste draus machen. Wenn man drin ist, ja. Wenn ich drauf schaue als jemand, der keine richtige emotionale Bindung dazu hat, obwohl ich die Menschen sehr mag, ja. Das ist ganz interessant, weil ich finde die Menschen alle immer extrem sympathisch und angenehm und wunderbar, okay. Und habe da ja auch sehr viele Berührungspunkte, gerade durch diesen ganzen Mittelalterkram und so weiter, da gibt es ja Überschneidungen. Oh ja. Aber die Kultur ist mir fremd. Also ich habe emotional kein Gefühl zu, aber ich, auch da gibt es ja musikalische. Ja, natürlich, es gibt auch und so weiter, klar, keine Frage. Es gibt auch aber habe ich auch, also gar keine, oder viel Nebel, habe ich gar keine Emotionen. Aber zu den Menschen. Zu den Menschen ganz, ganz extrem. Und auch, ich habe ja, glaube ich, auch beim Wave Gothic Treffen online das vorgelesen gerne und fand das super. Und die Leute alle wahnsinnig nett, aber das Gefühl habe ich in dem Sinne nicht. Ist das nicht bizarr?
Ich dachte immer, dass das vergleichbar sein könnte mit dem, was möglicherweise Menschen, die den Day of the Dead feiern, vielleicht ein bisschen ähnlich oder so, weil sie ja auch eben dann den Tod eher als etwas Annehmendes offensichtlich dann sehen. Kann sein. Und deswegen fand ich das sehr interessant als Parallele. Ich weiß natürlich nicht, ob es dasselbe ist, aber ich interpretiere es so, dass es möglicherweise so ist. Und es ist seltsam. Ja. Aber da könnten wir, da sollten wir über Musikstile könnten wir vielleicht tatsächlich mal irgendwann, wenn wir irgendein gutes Überthema finden, weil bei Pink Floyd und Co., das funktioniert bei mir schon und das hat auch eine Düsternis. Aber, funktioniert bei mir nicht. Ja? Ich habe jetzt gerade mal meinen Laptop hochgetan, jetzt siehst du mein Gesicht nicht mehr, aber du siehst den kleinen Totenkopf. Den nicht Totenkopf, natürlich. Es ist ein kleiner Sensemann. Den kleinen Sensemann, der aussieht wie ein abgebissener, angebissener Apple-Apfel. Nein, das ist rein zufällig, dass das nach einem Apple-Apfel aussieht. Aber, das auf den Apfel gesäckert. Ist dir auch sofort aufgefallen, Sarah, ne? Nee, ich habe gerade überlegt, ob der Apfel draufgeklebt ist oder ob der Tod auf dem Apfel ist oder so. Nein, aber der Tod ist der Kopf des Apfels. Der Kopf ist der Apfel des Todes. Der genau. Der Fächer mit dem Fächer und der Kelch mit dem Elch. Genau. Und was interessant ist, ich benutze diesen Laptop auch tatsächlich bei Sendungen. Mhm. Und auch das, man sieht auf meinem Laptop ja auch sowohl Kölner Symbole als auch Einhörner oder Regenbögen, also allerlei oder irgendwelche Elfen, wenn man genau reinzoomen würde. Also da sind ganz viele kulturelle Dinge. Aber auch das ist ja eher so ein Ausdruck für mich von: Das Leben ist endlich, mach das Beste draus. Also von daher, manchmal interpretieren das Leute falsch. Es gab letztens irgendwie mal einen Artikel von irgendeiner mega spießigen Zeitung, wo irgendjemand das falsch verstanden hat und meinte, oh, da ist ein Sensemann drauf, wie bizarr. Und ich denke mir so, frag doch einfach. Für mich bedeutet das, denk dran, das Leben ist endlich, mach das Beste draus. Man kann ja auch drüber reden, aber man kann auch Vorurteile abdrucken. Ja, ja, also, das stimmt. Das ist immer daher, ganz einfach. Drüber reden fänd ich gut. Ja. Das ist doch süß, das finden die schon bizarr, das ist ja... Ja, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die Zuschauer finden da viel bizarr. Das war noch nicht mal öffentlich-rechtliches Fernsehen, das war eine Lokalzeitung aus der Region. Ach, die haben das gesehen? okay. Da hat jemand das im Fernsehen gesehen und das kritisiert, ja. Das meinte ich gerade. Aber er muss es ja im Fernsehen gesehen haben, also hat er ein entsprechendes Programm geguckt. Genau. Scheinbar. Aber auf jeden Fall nur zum Thema, man sollte ja vielleicht einfach die Leute fragen, was sie eben mit so etwas meinen, weil es ist eben das Gegenteil von dem, was jemand vielleicht denkt, nämlich es ist eher eben der bewusste Umgang mit dem Tod und deswegen finde ich auch Epikur so cool. Ich musste das einbauen in dieser Sendung. Das ist nämlich voll mein Motto dazu, der sagte, solange wir sind, ist der Tod nicht da und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr und das ist genau meine Haltung. Aber deine Haltung zu dem Gesamtkomplex, du hast uns ja da vorher noch ein Video geschickt, wo du sehr netterweise gefragt hast, kann ich das erwähnen, wo natürlich die Antwort war, selbstverständlich und gerne. Magst du das noch kurz zusammenfassen? Du merkst, dass ich kurz gesagt habe, aber es... Sehr gut. Also ich durfte in einem Kontext, nämlich von der Initiative Rocken hilft, das Ziel dieser Initiative ist eben aufmerksam zu machen auf die Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen und auch gegen Ängste und Vorurteile aufzuklären. Und da habe ich mich entschieden, im Kontext von Depressivität auch zu erzählen, ganz persönlich, dass ich einen sehr guten Freund verloren habe durch Suizid, der bedauerlicherweise eben nicht... vielleicht nicht sich die Chance gegeben hat, einer Behandlung sich zu unterziehen, die meiner Meinung nach ihm hätte helfen können. Und das ist ein Thema, was mich natürlich auch persönlich sehr belastet, weil ich immer daran denke, wie alt er jetzt wäre und wie viel er verpasst hat, in dem Sinne, dass wir früher viele schöne Sachen miteinander gemacht haben und ich immer denke, das und das würde ihm gefallen, der Film würde ihm gefallen, das Festival würde ihm gefallen, wenn er die Chance gehabt hätte, es zu erleben. Und auch wenn ich Atheistin bin, ich persönlich also nicht davon ausgehe, dass er existiert, so existiert er dadurch, dass ich mich an ihn erinnere. Und da wären wir vielleicht wieder bei eben Trauerkultur, dass solange es Menschen gibt, die an diesen Menschen denken, ist ein Teil von ihm noch da in der Erinnerung. So, und das ist mein ganz persönlicher Umgang vielleicht auch, warum ich auch Friedhöfe schön finde, weil sie ja auch ein Ausdruck sind der Erinnerungen an die Existenz der Menschen, um die man trauert. Also jeder, der die Geschichte in etwas länger hören möchte und ohne, dass ich so rüde sage, reiß dich mal zusammen und mach nicht so lang, der möge sich bitte dieses wunderschöne Video von dir angucken, was ich sehr rührend fand. Das findet man bei Rocken hilft auf YouTube, glaube ich, oder? Genau, wenn ihr Rocken hilft und meinen Namen eingebt, bei YouTube findet ihr das Video. Es ist auch nicht lang und sehr persönlich. Genau.
sehr, 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 sehr schön. Was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, hier wurde auch gerade schon geschrieben, Hoaxmaster Exe ist abgestürzt. Es ist müde. Naja, es ist 22 Uhr, ne? Ja, ja, klar. Ja. Deswegen komme ich jetzt auch. Aber er grinst noch. Warte, doch. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, es ist einfach, es gibt einfach auch Dinge aus meinem Leben, die ich nicht öffentlich teilen will. Ich habe natürlich sehr viele Bezüge zum Thema Trauer, über die ich nicht reden will. Und das sind Dinge, die mir jetzt auch gerade durch den Kopf gehen. Ah, aber okay, also es war nicht die Müdigkeit, sondern es war tatsächlich, du warst in dich gekehrt. So ist es. Ja, war schön zu sehen. Sah ein bisschen müde aus. Und Sophia, du hast ein T-Shirt an, über das wir noch 5 Worte verlieren müssen, weil es einem guten Zweck dient. Magst du das kurz noch beschreiben? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man sehen, was da drauf steht? Seltsam ist das neue Schön, steht da drauf. Mhm. Ich nehme an, dass der Link schon, ich weiß nicht, mehrfach von den wundervollen Moderatoren gepostet wurde. Ja. Und zwar habe ich diesen Satz von meiner inzwischen verstorbenen Freundin geschenkt bekommen, die eigentlich gerne wollte, dass ich da ein Buch draus mache. Vielleicht mache ich das auch noch, aber bis dahin habe ich gesagt, gibt es einen Blog, den ich jetzt angefangen habe auf meiner Homepage. Und es gibt eben diese T-Shirts. Es gibt auch Shirts, wo das nur so klein hier neben ist, wenn man nicht so ein ganzes Riesending da vor sich hertragen will. Und es gibt Tassen. Was ich noch sagen muss, ist der Albert Bozensan, der am Montagmorgen die Morningshow macht mit dem Robert zusammen, der hat dieses Design gemacht, was ich sehr, sehr schön finde. Und es passt auch wirklich zu Nadine. Also ich habe ihm ein bisschen was zu meiner Freundin erzählt und das passt richtig super. Und dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, es gibt Dino-Burg-Ente-Motive. Dann gibt es Astronaut-Schmetterling-Motiv und das Chamäleon-Luftballon-Hund-Motiv. Also wir können zwischen 3 verschiedenen auswählen, weil wir irgendwie dachten, da muss noch was hin, was seltsam und schön ist. Und alles, was wir einnehmen, also Tommy und ich, mit diesen T-Shirts und Tassen, wir kriegen so monatlich eine Abrechnung von Getshirts und da runden wir dann auf. Und das spenden wir dann an die Lavia Familientrauerbegleitung von der Mechthild Schröter-Rupieber, die ganz, ganz tolle Arbeit macht. Und wenn wir die erste Abrechnung haben und ich was gespendet habe, hat sie mir auch versprochen, sie kommt dann nochmal zu Tod gequatscht und erzählt auch genau, was wird mit dem Geld gemacht. Also kann dann auch erzählen, für welche Familie genau und was haben wir da alle zusammen geholfen. Aber man kann natürlich auch einfach so spenden. Man muss jetzt da kein Tier kaufen. Genau. Und wir werden, man kann, aber man kann auch einfach so spenden. Und wir werden am Donnerstag nochmal darauf hinweisen, weil tatsächlich hast du am Donnerstag einen sehr speziellen Gast eingeladen, zu Tod gequatscht, und zwar mich. Ja, soll ich sagen, wie es kam? Bitte, gerne. Wir haben Alexas wundervolle Sendung Klugscheitern gesehen und bei Alexa war Alexander unter anderem zu Gast. Und da in dem Moment guckt Tommy mich an und sagt, warum bin ich eigentlich nie bei dir zu Gast? Ja, da hab ich gesagt, schau mal, wie viel, der kann da so viel erzählen. Warum? Ich darf nie was erzählen. Ich muss immer dem Holm und den Leuten dazuhören und darf was erzählen. Ne, da muss man sagen, ne, man muss drüber reden, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, du hast keinen Bock bei Totgequatscht jetzt irgendwie da mir geht's über da den wie Tod zu reden, aber hast du offensichtlich doch. Und deswegen freue ich mich jetzt am Donnerstag, diesen wahnsinnigen Gast zu haben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir geht's da wirklich, ich bin da ganz bei Alexander Waschkau. Hauptsache, ich kann was erzählen. Ja, ich möchte einfach reden. Und der Alexander und ich, wenn wir beide mal zusammen eine Sendung machen, ich glaube, das wird lustig. Implodiert das Universum. Das wird gehen. Obwohl, da ist ja was. Oh Gott, Bei deiner Noppensendung, da musst du mich schon mal einladen. Das wird dann schon, ja. Und das wird, glaube ich, eine Überlängensendung. Da müssen wir nachfolgenden Twitch-Streams verfliegen sich um mehrere Tage dann wahrscheinlich. Ich werde so abnerden, das wird so krass. Ich werde dir jeden Scheiß erzählen, der dich nicht interessiert. Es wird so geil. Darf ich noch einen Hinweis geben? Schnell. Bitte? Ich habe schon angefangen. Vielen Dank, Sarah, dass du hier zu Gast warst und auch, dass du in der letzten Totgequatscht-Sendung zu Gast warst. Das war so, so toll und die kann man inzwischen auch auf YouTube angucken. So. Dankeschön. Genau. Und war es vielleicht die erste Sendung mit einer höheren Frauenquote als Männerquote? Gab es das bisher schon? Ich glaube, das gab es noch nicht, ne? Wow! Yay! Fühle mich sehr geehrt. Das ist mir auch schon bei der Einladung aufgefallen. Ja, wir hatten. Also das machen wir jetzt aber nicht hier zur Regel. Ja, das ist schön. Das ist schon mal toll. Ich finde nicht ganz okay, Alexa, dass du jetzt keine roten Haare hast, aber so, man kann nicht alles haben. Ja, kommt noch. Ja. Bisschen. Ja, ein bisschen angerötet, ja. Rothaarische Bombelege. Nee, das waren keine Bombe. Was waren das? Das waren langhaarische Bombelege, genau.
Also vielen, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr spannende Sendung mit einem grandiosen Wechselbad der Gefühle. Meine Fresse. Und Lydia, ich glaube, ich habe irgendwo im Keller noch ein sehr bizarres Grablicht irgendwo, was mal eine Requisite war, was auch blinkt, wenn wir uns irgendwann sehen. Ich hoffe, ich finde das. Das muss ich dir, glaube ich, vermachen, weil es ist mit Abstand eins der hässlichsten Dinge, die wir in unserem Keller haben. Wirst dich sehr darüber freuen. Fantastisch. Und ich bin froh, wenn wir es los sind, weil ich manchmal so ein ganz komisches Gefühl habe, dass mich das Ding durch die mehreren Stockwerke anblinkt. Das passt super. Danke, Sarah. Danke euch allen. Danke. War wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und mal wieder ganz was anderes. Und jetzt gibt es zur Belohnung ein Lied über Zwerge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiederschauen.